Zack, zack, da sind wir, da. Schönen guten Abend. Guten Abend. Da geht's wieder rund hier. Bin mal gespannt, was heute hier ergibt hier. Ja. So. Ich bin auch gespannt, was jetzt hier heute läuft, wie was geht. Kollegen sind alle da. 9 Fahrer sind wir am Start. Ja, 9 Stück sind sie da. Jo, so, Zlatan vorne wieder weg, weil er ist ja trotz seines guten Abschneiden vom letzten Rennen trotzdem letzter der Tabelle. Ändert ja nichts an der Tatsache. Deswegen kann er von vorne starten, für ihn natürlich große Vorteil. So, und los geht's. Alle kommen weg. Sauber, wunderbar. So wollen wir es haben. Mal gespannt, erste Kurve, wie gut die Kollegen ja alle durchkommen, aber das scheint hier gerade sehr sauber zu gehen. Ja, keinerlei, top, top, tick, tick, wunderbar, 100%ig. Ja, Lago Maggiore war auch immer so in letzter Zeit immer eine Strecke, wo es sehr gerne mal Unfälle gab in der ersten Kurve, aber wirklich durch den fliegenden Start läuft das einfach echt besser und man hat diese Startprobleme. Bäumchen ist ein bisschen neben der Strecke gewesen. Man hat diese Startprobleme nicht mehr. So, ich bin mal gespannt, ob Zlatan wieder so ein... Mike greift gerade Murder City an, ist auch vorbei. Ja. Ob Zlatan wieder so eine phänomenale Führung sich ganz schnell rausarbeitet, beziehungsweise die den Abstand zum Zweiten platziert. Das war beim letzten Rennen ruckzuck, da war er mal... Vielleicht auch jetzt eine knappe Sekunde. Schauen wir mal, was abgeht. Aber Fischmeck bleibt mit direkt da ganz unten. Die Jamaika, das ist so cool, ne? Die in Amy aber dich gefolgt. Auch vom Humberto. Jetzt hat gerade Humberto das Bäumchen überholt. Nee, nicht Humberto, Entschuldigung. Mike. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich gerade Humberto. Ja, nee, Humberto, ich hatte bei mir vorhin wurde auch mal angezeigt, Humberto, aber war falsch angezeigt. Aber Bäumchen konnte sich zurück den Platz holen. Ja, siehst du gerade. Beim Bäumchen fährt das ein nicht oft gesehenes Fahrzeug. Diesen guten, was jetzt Beutel, muss ich selber nachgucken. Ja. Peugeot VGT. Muss ich kurz überlegen, welcher Peugeot das war. So, mal eben hier gucken. Zlatan jetzt schon 1,5 Sekunden in der ersten Runde sich rausgearbeitet. Oh, wurde gerade ein Fischmeck von Lian Amy. Den hart angegangen, aber Lian Amy hat dafür Platz verloren. Genau. Weil Humberto auch noch da die Lücke genutzt hat. Gucken wir mal kurz in die Wiederholung rein. Was die beiden da vorne gemacht haben. Lian Amy hat probiert sich reinzubremsen. Aber jetzt sieht. Hat er jetzt selber zurückgezogen? Nein. Humberto greift direkt den Fischmeck an. Hängt jetzt daneben, ist vorbei. Ja, Lian Amy geht mit durch. Ja, aber da. Oh, das war. Ja, ich glaube, Fischmeck hat da Lian Amy nicht so wirklich gesehen. Das sah sehr komisch aus. Mal kurz in die Wiederholung rein. Und das Bäumchen klebt dafür auch direkt bei Lian. Ach ja, das Bäumchen klebt direkt bei Lian Amy. Oder Fischmeck. Bei Lian Amy hinten dran. Jetzt wollen das Baum und Lian Amy. Das ist ja gerade so ein Fünferpulk da. Ja, nicht schade, sind alle da. Jetzt ist auch Gizmo auch noch mit dabei. Die haben sich so lange da aufgehalten vorne, aber Lian Amy wurde auf Platz 8 durchgereicht. Das ist ein bisschen Kuddelmuddel da in den engen Kurven gewesen. Ich habe mir da gerade selber total nicht mehr hinterhergekommen, wo jetzt wer gelandet ist. Aber jetzt gucke ich mal schnell nach vorne. Ja, Zlatan macht so wie beim ersten Rennen, wo er Teilnahme genommen hat. Zweite Runde, Ende zweiter Runde, 2,7 Sekunden Abstand zum Zweitplatz in Humberto. Ja, er hat natürlich auch ordentlich den Vorteil, ne? Ja. So, Gizmo greift gerade Lian Amy an. Ich darf nicht erwähnen, dass es Teamkollegen sind, denn die beiden hassen sich.
das Bäumchen und Fishback, also das Bäumchen hat gerade Fishback kassiert. Jetzt versucht Lee und Amy direkt auch Fishback, der Murder City. Ich wollte einmal kurz in Wiederholung reingucken, wo man da ja, vielleicht Murder City ist auch dran vorbei am Fishback. Warum Lee und Amy auf einmal so viele Plätze verloren hatte. Und der Markus möchte den Fishback auch direkt kassieren, klebt ihn sozusagen direkt am Arsch. Okay, Lee und Amy hatte einen kleinen Hit von Murder City bekommen, dadurch leicht am Rutschen gewesen. Ich hatte alle Plätze verloren. Okay. So, du bist vorne irgendwann mit Murder City Fishmack Bäumchen. Das Bäumchen hat sich gerade vorhin einmal den Fishmack geschnappt und Murder City hat sich direkt ist direkt gefolgt. Jetzt will Murder City, glaube ich, gerade. Jetzt kommt man leicht raus. Ja, kann das Auto noch gut fangen. Nichts passiert, kein Dreherchen oder sonst was. Aber über Murder City, alle also Messer zwischen den Zähnen, will auf jeden Fall noch sich das Bäumchen vornehmen. Umberto konnte sich aber schon gut absetzen von dem Kampfgeschwader da hinten. Der ist jetzt knapp 3 Sekunden schon vor das Bäumchen. Ende der Runde hatte Slater wohl einen kleinen Fehler, weil er jetzt nur noch 2,5 Sekunden vor Ende der zweiten Runde war er ja schon knapp 3 Sekunden weg. Konnte man natürlich nicht sehen, weil da hinten zu viel Action war. So, Murder City, ja, kommt noch nicht so. Markus hat jetzt Gizmo. Ja, das Bäumchen, das Auto sieht diesmal sehr ruhig aus. In den letzten Rennen, da war das immer sehr, sehr hibbelig, sozusagen. Hat er wohl ordentlich viel Training gehabt. So, Umberto hat aber, war das jetzt? So, ja, lange jetzt Zeit. Der Runde. Ja, diese Runde, letzte Runde hat er eine neue Bestzeit gesetzt. Wunderbar. Ich komme gar nicht so schnell hinterher, die Zeiten einzutragen. Ne, deswegen, ja, Umberto hatte, das ist wohl seine Strecke, weil er hat schon jetzt noch weitere 4 Zehntel abgebaut auf den Erstplatzierten in Slater. Ja, bin mal gespannt. Ja, wird wohl nicht so ganz eindeutiges Ding von Slater diesmal. Fishmack auch von Platz 2 gestartet, mittlerweile ordentlich durchgereicht worden. Auf ja. Platz 9 mittlerweile, jetzt hat den Mike gerade überholt. Lass mich nur kurz ja. von Mike die Zeit eintragen. Seine 1,58,817. 2,45, ja. So, damit habe ich auch alle Zeiten schon wieder eingetragen in den schnellsten Runden. So, jetzt hat aber Roberto einen kleinen Fehler gehabt, hat auch mal eben die 4 Zehntel mal eben wieder. Ja, das ist schnell immer noch verloren. Ein Bäumchen drin. Ja, dann gucken wir eben da, ja. Er kommt auch noch nicht wirklich nah ran. Ich meine, vorhin, wo ich bei denen bleiben war, war der ungefähr gleiche Abstand. Das Bäumchen macht das nicht ganz so einfach. Er sagt diesmal, ne, so schnell nicht. So, meine Damen. Markus und Gizmo. Markus ist auch relativ nah. Aber Bäumchen auch eine richtig starke Zeit. Eine 1,55,808. Ja, sehr schön. Das ist eine wirklich sehr nah an der Bestzeit momentan. Ja, Murder City ist auch bei 56,0. Also ich glaube, das Feld ist eventuell doch ein bisschen sehr eng. Schön. Ja, Umberto hatte wohl wieder einen kleinen Fehler gehabt. Oder Slater einfach den besseren Turn. Oh ne, Entschuldigung. Gerade verlesen, eine falsche Zeile. Umberto konnte sich ja die 4 Zehntel, die er vorhin verloren hat in der Spitzkehre, wo er da nicht richtig rauskam, konnte er wieder abbauen. Das waren ganz knappe 2 Sekunden. Ja, das City hat auch so ein bisschen was verloren, aber Gizmo konnte jetzt ordentlich aufholen. Ist mittlerweile jetzt auch mit der Zeit schon unter 1,56. Auch bei 1,55,857. Ja. So, hier. Was sagen hier? Mörders. Bitte kriegt er direkt Besuch vom Gizmo. Wo ist denn Markus geblieben? Oh. Hatte Markus so einen kleinen Fehler? So einen kleinen Tipp an unsere Zuschauer habe ich ja nicht gerade eben erwähnt.
Nee? Das ist. Ja, cool. Dann hab ich dir nicht, das ist uns, wir beide hören uns, also für die neuen Zuschauer, die uns mal zugucken, wir beide hören uns gegenseitig nicht zu. Deswegen kann es gut möglich sein, dass wir immer wieder Sachen wiederholen, die 10 Sekunden vorher gesagt wurden. Ja, wenn wir gerade aufmerksam irgendwie ein Duell gucken, dann. Ja, nein, alles gut. Ich sag's, ich erklär's nur den Zuschauern. Meistens wissen wir, dass wir uns gegenseitig nicht zuhören, aber es gibt welche, die es nicht wissen. So, ja, Mörder City verliert doch gerade ein bisschen Zeit auf Bäumchen. Aber gehst du mal auf jeden Fall jetzt richtig dran? Jo, jetzt hängt direkt drin. Nee, doch nicht. War gerade kurz daneben, aber hat nochmal zurückgezogen, weil die Passage. Ich denke mal, Startziel gerade jetzt. Oder Startziel wieder wahrscheinlich. Ja, denke ich mal, würde vorbeiziehen, weil noch sind die nebeneinander. Das ist die Frage, ja. Gizmo kommt ein bisschen schlechter die, raus. Die Modellgleichen mit. Kommt schlechter raus. Ja. Ja, da hätte er vielleicht eine Kurve doch lieber dahinter bleiben sollen und dann angreifen. Weil dadurch verlieren die auch gerade. Die aber auch noch guten Platz. Ja, aber durch bloß keinen Tick-Tick bumm gibt. Ja, aber durch diesen Angriff, den die beiden gerade führen, ist Markus mal eben schnell eine Sekunde rangeschossen kommen. Angeschossen kommen. Deutsch heute. Ja. Deutsch wieder gut. So, mal eben kurz hier. Oh, ne? Ja. Vorsprung von Plata auf Humberto hat sich da ein bisschen vergrößert. Sind wir jetzt wieder so bei den magischen 2,3, 2,4 Sekunden. Humberto kann aber trotzdem immer noch weiter seinen Vorsprung aufbauen. Auf das Bäumchen sind jetzt knapp 3,8 Sekunden, knapp 4 Sekunden. Die beiden Jungs machen ihr Ding da vorne. Ja, und Gizmo ist jetzt auch gerade an Mörder City vorbeigegangen. Und jetzt hat Mörder City Besuch von Markus direkt. Ah, die beiden AMG-Mercedes erstmal untereinander und dann kommt der BMW von hinten und sagt, hier, Jungs, ja, ein Stählchenträger, mach mal Platz. Jetzt versucht er innen in die Spitzkehre reinzugehen. Ja, ist auch reinbekommen. Ja, kann er vorne bleiben. Ja. Hallo. Wunderbar. Kann sich auch direkt ein paar Meter schon absetzen. Kurz nach vorne gucken. Oh, Slater jetzt knapp 3 Sekunden vor Humberto. Kommt da wieder ein bisschen Vorsprung aufbauen. Ja, die beiden fahren ungefähr echt den gleichen Speed gerade so. Ja. Aber dahinter ist auch schon Gizmo nah am Bäumchen dran. Ja, war ich auch gerade drauf. Sehr schön. Bin mal gespannt, ob jetzt Markus zusammen mit Gizmo, der da vorne durchstoßen möchte, weil er hat schon ein bisschen wieder abgebaut. Also ich sag mal, von der schnellsten Runde her ist Markus weit über eine halbe Sekunde von Gizmo entfernt. Ja, aber er kommt trotzdem. Gizmo konnte es ja schon wieder absetzen, so ein bisschen auf 2 Sekunden. Ja, das kann er so ein bisschen rausholen. Durch die Kurve kommt der BMW echt besser. Ja. Oh. Schauen wir doch mal, gucken wir mal kurz drauf. Ja, da, die Passage liegt dem BMW besser, weil man knapp 3 Zehntel abgebaut. Und jetzt muss Vorsprung. Wenn da gut rauskommt. Ja. Bleibt erstmal noch bei 1,5 Sekunden. Markus kann sich auf jeden Fall genauso auch gut absetzen von Mörder City. Ebenfalls auch 1,5 Sekunden jetzt dazwischen. Fischmeck, oh, was ist denn mit Fischmeck? Ich weiß, die Reifen hier doch ganz schön runter bei ihm. Jo, gerade vorne links. Heavy. Ja. Hat sich auch gerade eine Zeitschale reinkassiert. 1,3. Ah. Na gut, hat keinen hinter sich, kann an Ruhe da Kurven nutzen, abzubauen. Schnell runterbauen. Lee und Amy fährt gerade auch neben der Strecke. Ah. Yeah. Das war wohl nicht so geplant von ihm. Thank you.
So, ja. Sehr gut. Frischmeck, alles wieder weg. Ja, und die beiden da vorne, die halten den Abstand wirklich konstant. Das ist so zwischen 2,5 und 3 Sekunden, die ganze Zeit zwischen denen. Ja, und jetzt ist sehr schön. Ein Bäumchen dran und greift auch gerade an. Ja, versucht in Linie zu nehmen. Ja. Wird auch. Ja, hat auch geschafft. Schön gemacht. Schön sich reingearbeitet. Und da sieht er auch schon das grüne Gift von hinten kommen. Den Marcus. Der eben auch schon jetzt fast gut an der Stoßstange also hängt. Aktuell sind noch alle Bestzeiten innerhalb von einer Sekunde, bis auf Fischmeck. Der rutscht so ein bisschen raus mit seiner 59,9. Ich schätze mal fast, das ist nicht ganz seine Strecke. Oh, Markus wird mir jetzt gerade das Bäumchen angreifen. Vor der Schwitzgärin, hey, Bäumchen geht Kampflinie. Aber jetzt kommt er besser raus. Ja. Ist am Bäumchen vorbei. Oder? Hey, jetzt wollte ich noch ein bisschen nach außen. Aber der nächste Kurvenverlauf würde mit Markus in die Hand. Ja, immer noch direkt nebeneinander. Ja, jetzt ist er vorbei. Da kam er besser durch die Doppel rechts. Ja. Schön gemacht, Markus. Bringen wir die Daumen, dass ich noch weiter Gizmo vorarbeitet. Ja, aktuell 8,6 auf Slatan und 5,96 Sekunden auf Leon Amy in der Box. 6 Sekunden auf Humberto. Mhm. Aber wenn ich jetzt so die Zeiten guck, also die drei sind jetzt abgesehen von dem Kampf von Gizmo, den er jetzt gerade hatte, sind Fischmeck bleibt immer noch draußen, entschuldige. So, ja. Aber seine Reifen, Alter. Ja, der Rennen hat er, glaube ich, auch schon abgehakt. Ich glaube, er wird sich denken, da kann er ja heute nicht mehr viel ausrichten. Nicht seine Strecke. Ja, aber... Ja, aber Gizmo war also, bevor der die Kämpfe hatte, hatte der ungefähr, ja, sogar noch einen Ticken schneller die Zeit wie die Kollegen. Beziehungsweise die gleiche. Deswegen war gespannt, ob er an den Rand kommt, so ein bisschen. Ja, aber ich sag mal, hinter Slater sind jetzt alle so bei 1,57 und Slaters Runden sind immer noch bei 1,56. Oh, was war jetzt mit Bäumchen? Ist denn neben der Straße? Was? Bäumchen so weit auf einmal 7. Ich versuche mal irgendwas zu kriegen. Mike langsam? Nö, kann ich nicht mehr. So weit komme ich leider nicht zurück. Mike hat gewartet irgendwie auf Baum. Baum hat einen Schaden. Schade. So, mal eben kurz hier nach vorne. Schwer jetzt gerade zu sagen, ob der Mike irgendwie den Baum getroffen hat. Dabei waren die doch eigentlich weit weg. Keine Ahnung. Da war ich leider nicht drauf. Jetzt kommt auch nicht. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Runde 9 auch den ersten oder Ende Runde 9 bei hier reinkommt. Nein. Slater fährt noch weiter, Humberto fährt rein. Ja. Slater hat jetzt noch 1,8 Sekunden Vorsprung gehabt, aber Gizmo hat auch schon knapp eine Sekunde wieder aufgeholt. Ja, Gizmo bleibt auch noch draußen. Gizmo hat jetzt mit einer Runde auch mal eben knapp fast 2 Sekunden aufgeholt. Der hat doch 8,5 auf Slatan. Hat Slatan irgendwo einen extremen Fahrfehler gemacht? Weil er hat 1,58 letzte Runde gehabt. Da muss er irgendwo einen extremen Fahrfehler gehabt haben. Gizmo auch mal wieder Sprit sparen unterwegs. Er hat so viel Sprit, der könnte fast durchfahren. Das glaube ich jetzt nicht. Humberto kommt direkt vorm Baum raus. Der noch nicht drin war. Hat er Glück gehabt, dass er nicht hinter Baum rauskam. Und es hat ihm auf jeden Fall Zeit gekostet. Ah, ich bleib mal kurz bei Slater. Und Gizmo. Der Slater will jetzt denken, komm, gleich rein. Frische Wellen drauf. Gizmos Reifen sind auch ein Packen besser vom Verschleiß her wie Slater seine. Dementsprechend wird das natürlich auch Gizmo für sich nutzen können. Auch wenn die nicht, das nicht untereinander wissen. Davon gehen wir stark aus, dass sie nicht zusammen im Chat hängen. Ja, davon gehe ich auch mal aus.
Aber ich bin jetzt, also ich denke mal, Slater wird auf jeden Fall reinfahren. Der wird den Sieg nach Hause fahren, der wird wohl mit frischen Bällen. Hat er weniger Risiko, mal eben ein bisschen rauszurutschen. So, der Abstand, wenn er jetzt reinfährt, sind 5,5. Ja, genau, fährt er rein. 1,8 hatte er auf Humberto gehabt. Gizmo geht auch rein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Gizmo. Ja, jetzt in der hat Box Gizmo wieder so knapp eine Sekunde nochmal aufgeholt, ne? Weil Vorderrunde war 6,5. Und jetzt war 5,5 schon. Ja, ich tippe mal auf die Reifen, dass da Slater nicht mehr. Ja, Humberto kommt jetzt auf das Ziel. Das Bäumchen fährt in die Box. So, jetzt bin ich gespannt. Humberto schießt an beiden vorbei. Slatan kommt raus, direkt hinter Humberto und Gizmo zeitgleich fahren. Alle waren beide ineinander rein, also übereinander. Ja, Gizmo hat mal eben schon mit dem 5 Sekunden aufgeholt. Leckt mich am Arsch, er hatte aber recht schon wenig gedankt dann. Beziehungsweise Spritsparen unterwegs als Slatan. Beide aber mit manueller Schaltung, aber der Aston Martin, der frisst einfach. Jetzt hat Slatan noch ein bisschen den Arsch wedeln lassen und Gizmo kann vorbeiziehen. Ganz. Nein, reicht nicht. Slatan konnte kontern. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also Humberto, Slatan und Gizmo alle auf die gleiche Geschwindigkeit ungefähr. Und sind jetzt alle 2 Sekunden aneinander. Hier könnte man ein spannendes Rennen von hier vorne noch werden bei den Kollegen. Langsam so ein bisschen trotz Duell zwischen den beiden holen sie trotzdem langsam zu Humberto auf. Fragt mich, ob mein Kollege eigentlich wieder mal weg ist oder ob sein Mikrofon nicht ging. Ich habe nur mein Mikrofon mal wieder hochgeklappt, ich Blödmann. Ich wundere mich schon, das hat so still. Ja, ich habe schon alle mal gequatscht, aber wurde dann aufmerksam gemacht, dass ich so. Ja. So eine Kacke. Ja, so ist das. Oh, Slater trotz Kampf gerade im zweiten Sektor auf Bestzeitkurs. Erster Sektor. Ist das denn noch der erste? Da unten? Mhm. Okay, dann wird jetzt schon der zweite, ist aber gut. So, hinten haben wir auch nochmal einen Kampf. Wer prügelt sich da? Da. Lee and Amy und Murder City. So. Ja, Starter hält seine Position standhaft. Gizmo hat da noch keine Lücke gefunden, wo er durchstecken könnte. Die sind aber auch schon gut an Humberto rangekommen. Ja. Was mich auch wundert, weil Humberto und Slater vorhin ja eigentlich gleiche Speed gefahren haben. Aber selbst jetzt im letzten Sektor bei Slater knapp 4 Zehntel besser als Humbertos Bestzeit momentan. Gucken, ob er durch den Kampf da die Zeit nicht wieder verliert. Ja, Gizmo klebt jetzt wirklich direkt an der Mäse. Die gleiche ja, sind sie Situation wie vorhin. Slatan rangekommen. Ja. An Humberto Gizmo neue Bestzeit. Aber ich glaube, allesamt haben eine neue Bestzeit gefahren. Jetzt probiert Gizmo anzugreifen. Ja, jetzt hat aber Slatan die hin. Ja, Gizmo war kurz davor, aber
Klar, kommt auch runter. Kurvenverlauf ist jetzt die Innenspur vollen für sich nutzen. Markus, nochmal neue Bestzeit 54,7. Alter, Respekt. Das ist wirklich sehr stark. 5, 6. Respekt. Ja, und Gizmo, der beißt sich die Zähne momentan was Lada aus. Und Berto konnte das wohl nutzen, um ein bisschen mehr Abstand aufzubauen. Jetzt sind es knapp 1,8 wieder, 1,7. Vorhin waren es ganz knapp über eine Sekunde. Mal hier kurz hier in Reifenverschleiß nachgucken. Habe ich mal gleich auf. Ah, Slater fährt absolute Kampflinie. Der Gizmo kriegt keine Lücke. Ich bin mal gespannt, ob Markus jetzt auch langsam aufschließen kann. 6 Sekunden hat er aktuell. Ja. Ja gut, wenn die durch den Kampf da jede Menge Zeit liegen lassen. Aber das ist die Frage, ob er wirklich immer so durchkommt. Ne? Nach dem Boxenstopp hat er eine gut 5,50, 6,5 ist die Boxenrunde. Und danach eine 5,50, 9, dann eine 54,7 ist wieder 6/10 drauf. Auf seine Zeit, also konstant sieht ein bisschen anders aus. Ja. Während die beiden hier vorne zusammen die ganze Zeit unter 56 fahren, also im Dauerduell. Ja, das ist wirklich ein Dauerduell. Humberto ein langsamer und die fahren wirklich 3/10 langsamer wie ihre vorige Zeit, beziehungsweise eine halbe Sekunde. Natürlich logisch ist, wenn Gizmo so ein bisschen dahinter hängt. Ja, ich bin mal gespannt, wenn Slater Humberto kassieren kann, kann er hoffen, dass eventuell Humberto dann dazwischen bleibt und Gizmo ein bisschen auffällt, dass Slater ein bisschen befreiter fahren kann da vorne. Aber dazu muss er rankommen, ne? Da sind schon ein paar Runden jetzt 1,6, 1,3 Sekunden, also so richtig rankommt tut er nicht und Gizmo probiert jetzt wieder. Geht sie innen rein, ist dran vorbei. Sauber gemacht. Jetzt Gizmo erstmal an Slater, aber Slater kontert. Ja, aber jetzt hat die nächste Kurve hat Gizmo die Innenlinie. Ist und bleibt dahinter. Ah, schönes Kämpfchen da vorne. Gefällt mir sehr gut. Mal gespannt. Slater möchte jetzt noch ein bisschen Windschatten nutzen. Auf die Spritzkehre runter. Ich bin mal gespannt, ob Gizmo auch wirklich einen Ticken schneller wie Slater ist und jetzt sogar von Berto aufholen kann. Jetzt liegt Slater wieder neben, aber Außenlinie jetzt. Vielleicht versucht er jetzt zu kreuzen. Nee, geht nicht. Er klebt ihn weiterhin an der Mäse. Echt ein schöner Kampf, den die beiden da machen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Muss da dann an der Linie nur treu bleiben, damit Gizmo auf jeden Fall dranbleiben kann. Wo Gizmo ein paar Meter gut machen konnte in dem letzten Sektor. Ja, sogar einige Meter. Sodass Lada den Windschatten nicht mehr so gut nutzen kann. Ja. So, mal kurz hier Humberto. Ja. 1,3 wie in Stein gemeißelt momentan. Da geht es momentan auch nicht vom Weg. Slatan rutscht jetzt gerade beim Ausfahrt der Arsch ein bisschen weg, aber jetzt knapp 8/10 weg. Jetzt kommt Gizmo, sie kommt an Gizmo direkt, zack, ran, eine Sekunde. Da hat Humberto auch einen kleinen Fehler gemacht. Sonst wäre nämlich der Kollege. Oh, hat sogar eine Zeitstrafe, Humberto. Nein! Eine 1,2 Sekunden Zeitstrafe hat Humberto bekommen. Das werde ich nicht mehr reinkriegen, was der Kollege gemacht hat. Oh, Bäumchen hat das Raum verlassen. Hat das Raum. Bäumchen hat den Raum verlassen. So. Das ist oh, Disconnect. Ich weiß nicht, warum Beto da hat. Er hat schon eine Zeitstrafe. Ich weiß nicht, wo die Zeitstrafe bekommen hat. Naja, vielleicht hier oben im Effekt auf die Bergabpassage da. Die eine Kurve, wenn er die Curbs zu hart nimmt. Weiß ja, wie empfindlich manchmal da das Spielchen ist und sagt so: Na, das war ein Zentimeter zu viel. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, so Murder City und Ian Amy kämpfen immer noch ständig hier. Was ich mir auch so ein bisschen vorstellen kann, ist,
nach der ersten Schikane, die fahren dann in die Linkskurve gehen, nimmt viele mal rechts weit im Ausritt, dass er da vielleicht sogar auch eine Strafe bekommt. Das hat man letzte Saison schon mal gehabt. Und Murder City greift wieder Lee und Amy an. Alberto jetzt auf Platz 3 zurück, nachdem er seine Zeitstrafe runter hat. Ja. Schade für Umberto. Ich bitte hier mal auch den Porsche auf dem oberen Podiumsplatz gesehen. Ja, noch ist Rennen nicht vorbei. Noch haben wir 3 Runden, ne? Ja. Wird aber schwierig, gerade an den beiden harten Gegner, Slater und Gizmo, da 3 Runden mal eben zu kassieren. Obwohl jetzt das Slater wieder direkt am Kofferraum hängt. Da hier in dieser Kurve, da holen die viel Schwung. Und da hat man wieder gesehen, Humberto hat sehr, sehr viel Schwung geholt. Und ich glaube, da hat er bestimmt ein bisschen gerade eine Zeitstrafe von bekommen. Wenn man wirklich viel zu weit zurück. Wenn man nämlich hier wirklich sehr weit rausgeht, jetzt gleich, ich mache gerade die Wiederholung, damit die Leute nochmal sehen, wovon ich rede. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn du da zu weit die Strecke verlässt, dass du dann auf jeden Fall eine Zeitstrafe kriegen könntest. Und das könnte eventuell sein, dass Humberto die vorhin hatte. So, aber Gizmo kann sich jetzt ein bisschen absetzen vorne, 1,2 Sekunden. Ja, der kann sich Luft verschaffen gerade. Markus kommt nicht wirklich ran, war gerade 4,8, mittlerweile wieder 5,0, 5,2 war gerade kurz. Wir sehen ja Markus Reifen aus, aber der Roman. Slatan setzt sich auch so ein bisschen ab von Humberto. Und Gizmo kann sich minimal noch weiter absetzen. Ja, aktuell fahren hier nur 3 Autos. Ja, Entschuldigung. Ja, die anderen sind so weit auseinander. Wir hatten gerade noch ein bisschen Kampf zwischen Murder City und Lee und Amy. Die beiden da sind die ganze Zeit nah beieinander. Und ja, verlieren sich. Sehr weit auseinander, stimmt. Wenn ich jetzt wieder auf jeden Fall weg von den vorne gehe, dann heißt es am Ende wieder, wir haben wieder alles verpasst vorne. Ah, leider haben wir nur jetzt Lee und Amy versucht nochmal Murder City anzugreifen. Ja, der Rest hat sich leider echt weit auseinandergezogen. Ja. Lago Maggiore ist auch eine Strecke, also sie ist anspruchsvoll. Definitiv. Das auf jeden Fall. Ja, Gizmo kann sich weiter absetzen. Ja, denke ich mal, wenn nichts mehr passieren sollte, hat er auf jeden Fall den Sieg in der Tasche. Oh, Lee und Amy, eine fette Zeit. Schau, wo hat der die denn jetzt her? 6,5? Ja, mal ganz kurz reingucken, was der da jetzt gemacht hat. Da war rein. Da ist alles gut. Ah, da hat er. Eieieiei, da hat er die zu kurz genommen. Hat er wohl Körbs geräubert, oder? Ja, sehr, sehr hart. Dafür gibt es 6,5. Das ist hart. Mhm. Das ist wirklich verdammt hart. Dementsprechend hat sich der Zweikampf da jetzt auch erledigt. Wobei eventuell Lee und Amy und Mike dann eventuell am Ende vielleicht einen Zweikampf geben könnten. So, aber in der Zeit würde ich mal kurz wieder neue Zeiten eintragen. Oh, Humberto gerade am Kämpfen mit seinem Porsche, gerade zu hart über die Körbs gegangen. Nichts passiert, aber muss ganz schön seinen Arsch unter Kontrolle kriegen. Hat schon einiges runtergefahren, Lee und Amy, aber noch nicht alles. Ein bisschen mal durchsetzen, neue Bestzeiten werden aktuell nicht gesetzt. Doch, von Gizmo hat seine persönliche nochmal verbessert. Einmal wissen wir, Markus, die 1,54,7, also schon hartes Brett. Ja, aber
gesagt, also nicht konstant, ne? Du hast dann wirklich die 55,9, 54,7, 55,5, 56,1, 56,2, 56,2, 56,4. Gut, da wurde es wieder konstant. Aber auf den wirklich schnellen Part der Reifen dann war nicht ganz konstant. Oh, Starter, leichten Verbremser. Ja, nichts passiert. Jetzt klebt mir Roberto wieder direkt an der Mäse. Vorhin waren nur knapp Sekunde jetzt. Jetzt sind es wieder ein paar Zehntel weniger. So, Liam Amy kämpft sich, glaube ich, jetzt hinten gerade mit Mike letzte Runde. Oh, Humberto klebt mir jetzt direkt an der Mäse. Ah, kann er jetzt gleich den Bergabpassage nutzen. Und wir wünschen hatten. Ah, sieht momentan noch nicht so aus. Nee. Da ist der Ross Martin wohl sehr gut im Rausbeschleunigen, da hat er wohl ordentlich Druck. Aber ich glaube, jetzt kommt Roberto zu weit raus, er muss dagegen kämpfen. So, mal eben hier Gizmo. Gerade im letzten, letzten Sektor. Oh, jetzt kommt Schlatter weit raus. Humberto, kann die Chance nicht nutzen. Gizmo gefällt auf die Startziellinie. Schon mal Glückwunsch, ich stelle mal wieder nach hinten. Nee, schade, Humberto konnte sich mehr nutzen. Aber es wird auf jeden Fall ein Fotofinish. Kommt jetzt nochmal gut raus. Fotofinish. Kommt jetzt sehr gut raus, aber. Und? Nein, reicht nicht. 56.000stel. Hat es nicht gereicht. Er kam besser durch die Kurve. Sehr schön gemacht. Markus ist auch auf 4 drin. Möller City kommt jetzt auch. Sozusagen auf dem 5. Ian Amy und dicht gefolgt von Mike. 6 und 7. Ähnliches wie bei Humberto und Slater, aber nein, da ist nicht so passiert. Mike auf der 7. Und Fischmeck ist gerade auf der Bergabpassage, auf die Spitzkehre fährt er gerade zu und das dauert noch ein paar Sekündchen. Das ist gar nicht mal so ganz schlimm. Da kann ich ein bisschen schon mal die Tabelle eintragen. Wow, auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Schön anzusehen da gerade. Ehrlich. Ich schmecke im letzten Sektor. Da ist er. Fischmeck ist im Ziel. Geschafft hat er es. Ja. Eldorado. Ach ja, so. Ja, Gizmo. War eben ganz schnell nach vorne. Ganz schnell ist gut. Ja. Okay. Gut. So, dann gehen wir jetzt eben kurz in die Pause, sind dann gleich wieder da mit der zweiten Runde. Genau. Bis der gleiche.
11, 12 hau ich ab. So. Da sind wir wieder drauf. Zweite Runde. Auf geht. Auf wie geht. So, ich bin mal hier hinten. Jetzt sind wir statt 9 Fahrer vom ersten Rennen nur noch 7, weil Fischmeck auch den zweiten Lauf nicht fährt und das Bäumchen, denke ich mal, weiterhin Internetprobleme hat. Ja, sonst wäre er wieder da, ne? Schade, schade. So, statt Leben. Ja, shit happens, schon ne? In der Pause gesagt, ich glaube, wir müssen mal wieder zur neuen nicht Saison. So aus, wenn einer eine Runde dreht. Nicht zur neuen Saison. Wir müssen mal gucken, dass wir dann wieder jetzt die Woche mal wieder ein bisschen mehr Werbung veranstalten. Schön gut. So, dass wir die Liegen mal wieder auffüllen. Jo, alle sind gestartet. Sauber, wunderbar. So, Mike erstmal vorne weg. Bin hier irgendwie immer das. Slatan hat schon irgendwie versucht, einen Angriff zu starten gegen Humberto, hat er wieder zurückgezogen. Ja, aber dafür hat er jetzt direkt Gizmo hinter sich. Jetzt fangen die beiden wieder an. So, mal eben kurz hier nach vorne bleiben, wie es da ist. Ich glaube, Murder City, ne, außer Kamera, Kamera anders aus. Also, er direkt da Ian Amy angreifen wollte. Oh, jetzt kommt Murder City ein bisschen weit raus, ne, doch nicht. Sah gerade komisch aus. Wir sind nicht in Grün gelandet. Auf jeden Fall will er sich gleich Lee und Amy schnappen. Ich denke mal, er wird es gleich versuchen auf der Bergabpassage da. Liegt jedenfalls sehr nah hinten dran. Ja, Lee und Amy fährt Kampflinie, sagt Innenlinie, kriegst du nicht. Weil dann musst du dich außen rum biegen. Ja. Oder möchtest du lieber nah am Kiesbett dran? So, mal eben hier kurz gucken. Ah, Slater hängt jetzt direkt an Humberto dran. Ja. Gehen wir davon aus. Versucht jetzt an Lee und Amy vorbeizukommen, sind nebeneinander. Aber Lee und Amy bleibt vorne. Ja, das kriege ich jetzt Besuch von Markus. Auch mal direkt vor Start angreift. Da musst du gerade Slater wo kurz auf die Bremse gehen, weil Humberto da auf Zugang auf die letzte Kurve vor Startziel sehr früh auf die Bremse gegangen ist. Jetzt kommt noch Humberto an. Humberto zieht auch an Markus unten, weil das für die vorbei und Gizmo zieht an Slater vorbei. Ich bin mal gespannt. Humberto. Markus jetzt da vorne. Team Order wahrscheinlich. Den Humberto den Rücken frei halten. Ja, ich bin mal gespannt, ob Markus überhaupt seine Bestzeit wieder setzen kann. Von vorhin die 54,7. Slater hat aber Gizmo wieder sich geschnappt. Kann jetzt aufgrund, weil Murder City vor allem ja auch mal gut den Windschatten davon nutzen, dass Gizmo da nicht direkt wieder im Kampfmodus geht. Auf Gizmo versucht innen reinzuziehen in der Spitzkehre. Wir sind jetzt noch nebeneinander. Streckenverlauf. Spielt aber Slater jetzt erstmal noch in die Karten. Kann er seine Position noch erstmal behaupten. Die beiden haben sich vorhin schon geschrieben in der Pause, dass beide durch den Kampf durchgeschwitzt sind. Ich denke mal, der Schweiß wird jetzt genauso triefen. Ja, vor allem, weil ich sag mal, sie kämpfen jetzt nicht nur, müssen noch auf Murder City aufpassen, weil die sind ja einen Ticken schneller. Dann müssen wir natürlich aufpassen, dass wir das City dabei nicht abschießen oder sonst was. Man kann sich zwar schön auf beide, ich sag mal, gut konzentrieren, verlassen, weil beide den gleichen Bremspunkt jetzt hier haben. Murder City. Murder City hat sich gerade bei Markus reingebremst. Verbremst sich aber dadurch komplett selber.
hat er dich jetzt mal momentan. Gehst du auch dran vorbei? Nee, noch nicht. Auf jeden Fall dann Slater den Punkt, den Platz hat er gewonnen. Ey, das Murder City drängt sich auf dem Slater. Und dann hat, das hat Gizmo mal eben zwei Plätze ja. Slater wird jetzt ein bisschen angefressen sein. Durch den kleinen Anschluss von Murder City hat er mal eben seine Platzierung verloren. So, ich gehe mal kurz nach vorne. Mike kann auf jeden Fall schon. Ich glaube, das kann er, glaube ich, verkraften. Ja, alles gut. Aber trotzdem ärgert man sich immer erstmal. Ja, klar. Logisch. So, aber ist Mike da vorne 2,7 Sekunden vor Lee and Amy. Lee and Amy knapp 2 vor Umberto. Umberto ist jetzt aber arg daran. Ja, Entschuldigung. Doch. 2 Sekunden jetzt. Wir haben eine Zeile zu tief geguckt. 1,5 sind zwischen Umberto und Markus. Aber wir werden jetzt sehen, dass er sich da vorne noch ranbeißt oder durchkämpft sozusagen. Und das Rennen ist wieder ein bisschen anzuführen, wie vorhin auch. Ich bin mal gespannt, ob Mike auch konstant fahren kann, weil er mit der schnellsten Zeit geguckt hat. Mike die drittschnellste Zeit gefahren im ersten Rennen. Da haben wir Markus, Gizmo, Mike, Slatan, Humberto, alle unter 1,56 bzw. Markus unter 1,55. Aber auch der Murder City hat noch 1,55,737 gefahren, genau wie Lee and Amy 1,55,7. Also das Feld ist schon sehr, sehr eng beieinander. Wenn man jetzt mal wirklich diesen Ausreißer von Markus wegnimmt, dann hast du wirklich Gizmo 1,55,394 bis Lee and Amy 1,55,779. Ja. Und alle Fahrer sind dazwischen so. Das ist nicht viel. 4/10 auf 5 Fahrer verteilt. Nicht so wirklich. Aber Umberto schafft es auch nicht wirklich näher ranzukommen momentan an Lee and Amy. Ja, Mike hat es jetzt auch gerade schon mal jetzt schon Bestzeit verbessert. Das sehe ich gerade. Ja. Das war in der Runde, in der zweiten Runde war das schon. Die 55-2. Ist auf jeden Fall besser wie seine schnellste Zeit im ersten Rennen gewesen. Ja, und Beto konnte jetzt im letzten Sektor mal eben 3/10 gut machen. Sehr schön. Drückt die Daumen, Beto. Oh, Slater. Das sieht nicht an Slater wieder vorbei. War da hinten ein Fehler von Slater oder ist nicht mitbekommen? Ich glaube auch nicht für eine Wiederholung. Oh, jetzt geht Slater wieder. Versucht innen. Nee, doch nicht. Sieht nochmal zurück. Blöder Sektor, um da dran vorbeizugehen. Gucken, ob Slater jetzt den Windschatten nutzen kann. Weil das Video geht so ein bisschen auf Kampflinie. Nee. Ja, doch. Möchte den Rücken weiter frei halten. Gizmo ist auch an Markus dran. Gizmo musste gerade bis mit seinem Hinterteil kämpfen. Ausgang zur Bergabpassage. Könnte Markus wieder ein paar Meter hinten fahren. Berto ist noch immer 1,5 Sekunden hinter Lee and Amy. Nein, die fahren auch ungefähr die gleiche Zeit jetzt gerade. Lee and Amy hat jetzt so ein bisschen den Groove drin, um mal so schön zu sagen. Also er fährt auch konstant gerade. Ja. Ja, Mike fährt vorne auch sehr gut. So, jetzt kommt Gizmo an Markus nebeneinander. Anfahrt auf die Spitzkehre. Gizmo in Linie. Und dran vorbei, ganz sauber. Slatan greift grad. Mal das Zitieren, ist vorbei. Ja.
Mike da vorne kann dann auch Vorsprung weiter ausbauen. Gizmo hat auch seine persönliche Zeit vom Renntag verbessert. Ah, Markus klebt aber Gizmo noch an der Mäse. Guck aber jetzt den Winter trotzdem knallt. Gizmo geht auch aus Kampflinie. Sagt, nee, jetzt nicht. Kommt später wieder. Spannend. Schnell sich Slater an Markus weiter arbeiten kann, dass er da weiter die Platzierung der Plätze nach vorne gut machen kann. Aber Möller sieht ihm bleiben, die sind nur noch hinten dicht auf. Können jetzt ein bisschen den Vorsprung von Markus abbauen. Knapp 3/10. Jetzt gehen wir kurz nach vorne. Da vorne hat sich nichts geändert. Außer, ne, war doch der Abstand zwischen Genelmi und Gizmo ist auch ein wenig geschmolzen. Aber auch der Abstand von Humberto zu Gizmo, zwischen Genelmi und Humberto ist geschmolzen. Humberto, Gizmo, ja. Sind sogar fast zeitgleich auseinander. 3,4 Sekunden jeweils. Und der Markus hängt knapp unter einer Sekunde hinter Gizmo. Jetzt ist gerade wieder eine Sekunde. Slater konnte auch schon ein paar Zehntel abknausern. Von dem Vorsprung, den Markus gerade noch hatte, auf ihn. Sekunde. Ja, aber Gizmo gleich Pensum auch weiter vom Bett dran bekommen. Ja, Mike fährt vorne sein Rennen in aller Ruhe. Humberto jetzt unter eine Sekunde an Lian Amy ran. Ja, das, die letzte Kurve vor der Pickup-Passage war nicht seins. Da hat er jetzt ordentlich Zeit verloren. Nein, Gizmo ist jetzt richtig dran. Na, der Gizmo klebt jetzt im Humberto an der Mäse. Wir versuchen ja den Windschatten zu nutzen auf der Bergabpassage. Er ist direkt nebenan, hat jetzt die Innenlinie auf die Spitzgäre zu. Gizmo wird den Platz machen können. Ja. Obwohl jetzt versucht Gizmo zu Humberto zu kontern. Sieht sogar aktuell noch sehr gut aus. Ja. Ist jetzt spielt er. Hat jetzt Vorteil, ja, dass er Rechtskurve hat. Ja. Hat seinen Platz wieder sauber gemacht, Humberto. Ja, nicht Lian, aufgegeben. Lian Amy freut sich drüber, weil der dadurch ein bisschen von den beiden wegkommt. Ja. Aber Markus freut sich auch, weil Markus noch nicht herangekommen ist. Da hat er auch wieder ein bisschen näher an Markus rangekommen ist. Und Murder City ist sehr weit hinten, muss ich gerade irgendwann abgelegt haben. Nee, war schon in der Box. Ja. Nee, doch, war schon in der Box. Jo. Aber hat zu wenig getankt. Ja, okay. Die Rätsellösung werden wir nicht so schnell kriegen. Aber Humberto jetzt unter einer Sekunde wieder an Lian Amy dran. 0,6. Moment, wenn ich richtig lese. 0,8, Entschuldigung. Aber
Gizmo ist auf 0,3 momentan hinter Umberto. Da wahrscheinlich Umberto den Windschatten auf der Bergabpassage nicht richtig nutzen kann, weil er noch ein bisschen weiter weg ist von Lee und Amy als Gizmo zu ihm. Und jetzt gerade kurz ja, fast zeitgleich auseinander sind, also sprich kann jeder den Windschatten nutzen vom anderen, sodass Gizmo auch nicht weiter wieder an Umberto erstmal vorbeikommt. Umberto hofft natürlich wahrscheinlich jetzt, dass er irgendwo an Gizmo vorbeikommt, wo Gizmo nicht direkt mitziehen kann, obwohl Gizmo jetzt gerade wieder Umberto unter Druck setzt. War gerade kurz nebeneinander, aber Umberto konnte seine Position behaupten. Ja, die machen sich nicht einfach, das ist aber auch gut so. Der Amy ist wieder in der Box. Ja, stimmt. Was sagen, wieso ist jetzt da gerade, fehlt da gerade jemand? Ja, die Kollegen dürfen glaube ich alle auch in der nächsten Runde in die Box fahren. Ganz einer raus. Bin mal gespannt, ob Gizmo da auch weniger tanken muss wie vorhin bei Slater, dass er so eventuell den zweiten Platz sich schnappen kann. Ja, gehe ich mal stark von aus, wenn ich jetzt kurz einmal schnell den Verbrauch gucke. Umberto verbraucht einen Ticken mehr. Das könnte aber schon Ausschlag geben, sondern definitiv vorbeizukommen. Ja. Genau wie, dass sie an Mike auch locker rankommen werden. Der hat aktuell 6,7 Sekunden Vorsprung, hat aber schon nur noch ein Viertel drin, während die beiden Kollegen noch über ein Viertel sind. Beziehungsweise Gizmo schon mehr zur Hälfte als zum Viertel ist und jetzt auch gerade Umberto angreift und vorbeizieht. Ja. Umberto kann diesmal nicht kontern. Gizmo ist vorbei und hinten hat jetzt aber auch der Markus den Slater dran. Mhm. Markus verliert die letzten Runden auch die Zeit. Also ich gehe von aus, dass nach dem Boxenstopp Gizmo sehr nah an Mike dran sein wird. Ja. Vorbei glaube ich noch nicht, dafür sind 6,7 Sekunden zu viel. Mike ist auch immer drin. Ja, und der Rest folgt. Ja, sind alle in Box. Außer mal kurz bei Mike. Lee und Amy. Mike fährt jetzt raus. Lee und Amy. Gizmo jetzt auch. Boah, Murder City kommt noch an Mike vorbei und Gizmo ist direkt dran. 1,3 Sekunden. Und Umberto hat nicht viel länger getankt, also hat nur minimal länger getankt. Hat sogar weniger getankt wie Gizmo. Aber trotzdem Platz verloren. Ja, kurz jetzt Slater und Markus. Und jetzt hat Mike auch direkt mal, dass die. Oh, Lee und Amy hat eine Penalty bekommen. 2,1. Mal eben, aber trotzdem mal eben 5 Sekunden gut gemacht im Boxenstopp. Gizmo zu Mike. Ja, genau wie Umberto ist ja auch rangekommen. Ja, ja. Nur Markus und Slatan sind weiter abgeschlagen, weil die auch mehr tanken müssten. Jetzt mal gespannt. Mike natürlich jetzt Murder City vor sich. Der kommt ein bisschen aus Kies. Ja, kann das aber noch nicht für sich nutzen, der Mike, obwohl er direkt dran klebt.
weil das sieht ja auf jeden Fall nochmal reinfahren werden muss. Aber trotzdem ist es erstmal schwierig für die Jungs. Ja, vor allem, weil jetzt auch nämlich dann der Gizmo jetzt am Mike rankommt. Gerne auch weiter gucken, aber ich werde mich jetzt schon mal verabschieden müssen. So früh schon? Hast du noch Zeit? 10 Minuten hast du da noch. Oh Gott. Ja, ist doch so. Hast du noch. Ich noch erst 7 nach. Viertel nach musst du aufmachen. Hast du noch ein paar Runden, hast du noch Zeit. Ja, danke. Darfst noch ein bisschen zuschauen hier, wie die fahren. Ja, wie nett du bist, ey. Mann. Ich weiß. So, Gizmo klebt jetzt aber direkt hinter Mike. Mike an Murder City. Scheint aber Gizmo da die bessere Linie gekriegt zu haben. Doch nicht, sah gerade Kamera winkelt so aus. Als wenn er den Mike da gerade einkassieren konnte. Was aber auch gut ist für Umberto, dass er wieder ein bisschen näher aufschließen kann. Oh, jetzt kommt Mike da unten in der Spitzkehre weit raus. Ja. Muss auch ordentlich mit dem Arsch kämpfen. Hat aber bisher noch keinen Vorteil gebracht. Mike will jetzt aber an Mörder City vorbei. Versucht die jetzt wahrscheinlich reinzubremsen. Nee, doch nicht. Sah gerade so komisch aus. Oh, jetzt Mike aber neben. Nee, mein Gott, aber wildere Kamera. Perspektiven. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Mike jetzt den Windschatten nutzen kann. Auf der Start hier, um sich reinzubremsen. Nein, sieht nicht so aus. Auf der Gizmo nicht, auf Mike. Ah. Jetzt ist er schwer rausgekommen, gerade der Mike. Jetzt mit Gizmo wahrscheinlich Angriff starten auf die Bergabpassage hin. Da ist er schon nebenan, hat auf jeden Fall die Innenlinie. Oder sind sie nicht mehr nebeneinander? Nein, nein, ist zu weit. Nee, okay. Ist zu weit hin. Jetzt ist aber innen, er hat sich reingebremst. Aber zieht nochmal zurück, weil es so ein bisschen zu hart war, denke mal. Also okay, das wäre blöd. Fairer Sportsman. Jetzt ist aber auch Umberto mit dabei. Ja. Ja, wenn du mal schaust, die ersten. Und dahinter ersten ist auch vier schon Lee und Amy und der hat Markus direkt an sich dran. Ja, aber die ersten vier nach 12 Runden alle ganz knapp in etwas über 2 Sekunden aneinander gestreckt. Sehr enges und schönes Feld. Markus kommt jetzt bei Lee und Amy rein und kommt auch locker flockig vorbei, kommt ein bisschen aufs Kiesbett. Kann aber die Platzierung vor ihm behaupten. Umberto wieder ein bisschen Zeit auf Gizmo und die Jungs verloren. Oh, jetzt fährt Murder City rein. Ja, Murder City jetzt in die Box. Und jetzt würde es Nachteile für Mike geben, weil es kann er keinen Windschatten haben. Ah, jetzt haben. Kommt weit raus. Schade, und verliert auch und direkt den Platz. Ja. Ich dachte, er würde uns noch eine Runde einen Kampf geben. Aber dann hat er sich so schnell verbremst, der Mike. Schade, schade. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er keinen Windschatten mehr und Gizmo könnte jetzt besser reinkommen. Ne? Weil, wird auch nicht mehr zusammen aufgehalten. Also schnell kann es gehen. Aber hier in Amy ist wieder Markus vorbei. Und Slater kommt jetzt langsam ran, war vorhin 3 Sekunden, mittlerweile nur noch 2,2 Sekunden.
Am Mike jetzt. Ah, neben Gizmo, nee. Hat nicht sollen sein. Aber das ist passend für Umberto, der sich jetzt noch weiter etwas ranarbeiten kann. Ja, die Jungs machen es uns nicht einfach, da irgendwas zu sagen, weil das immer hin und her, hin und her. Ich lasse die Leute einfach die Bilder gucken. Ach, schön. Schade, Mike kommt nicht weit genug ran, um den Windschatten besser zu nutzen. Gizmo. Ach komm. Markus wieder an Lee und Amy vorbei, weil Lee und Amy kann zurückkontern. Oh, Gizmo hat sich verbremst. Sogar ordentlich verbremst. Ja. Voll immer in zwei Plätze. Was hat er denn gemacht, der Kollege? Gucken wir mal rein. Bergabpassage, da ist er zu weit nach links gekommen und dementsprechend ist ihm da die Karre noch ein bisschen verrutscht. Ah, schade, schade, Gizmo. Mike freut sich, er hat seinen ersten Platz wieder. Er hat auch gut Abstand, sag ich mal, auf Umberto, ne? Kann noch auf 2,7 rausfahren. Jetzt Gizmo, ja, 2,6 Sekunden in 4 Runden. Ja, ist machbar. Ist machbar, aber schwer. Ja. Denkt man, Markus wird jetzt auch mal ein bisschen die Chance wittern. Wird ihn wahrscheinlich auch versuchen, ein bisschen unter Druck zu setzen. Dementsprechend wird sich Gizmo nicht darauf konzentrieren können, den Abstand zu verminimieren. War auch dann Markus endgültig an Lee und Amy vorbeigekommen und Zlatan ebenfalls. Und Lee und Amy schießt sich gerade ab. Aber kann weiterfahren. Gizmo setzt sich wieder so ein bisschen von Markus ab. Kam auch schon gut ran an Umberto. Ja, mal eben. 7 Zehntel? Hat Umberto einen Fehler gehabt? Geht sogar unter 2 Sekunden. Weiß ich nicht, aber so. Kommt Umberto auch so ein bisschen an Mike ran. Weil er hat auch vorhin 2,7 gehabt. Ich will jetzt nicht weg, aber ich muss so langsam. Verdammte Axt. Ja, so ist das Leben. Ja, ja, toll. Wenn ich guck noch ein bisschen. Wenn ich deinen Worten weiter folgen können, super. Jetzt bist du mal gezwungen, mir zuzuhören. Hei, gehst mal wieder auf 2,2 ja. Sekunden hoch. Ach, Mist. Aber es gibt ja Gott sei Dank einen Stream. Ich kann nicht mehr noch gucken, aber es zeigt das jetzt. Was du da erzählst, ist dann. Da ist sehr viel später jetzt. Vor 3 Runden passiert. Ja, ungefähr. So ungefähr. Digital 3 hat den Raum verlassen. Digital 4 hat das Finale begonnen. Ja. Und hier vorne haben die alle so, ja, 2 Sekunden auseinander. 2-1, 2-0, 2-2, 1-6. Markus verliert langsam immer mehr Zeit auf Gizmo. Zlatan 2,8 Sekunden, vielleicht auch ein bisschen Zeit. Auf. Oh, hat auch eine Zeitstrafe. Lian Amy hat auch mittlerweile verloren. Murder City konnte sich ein bisschen wieder rankämpfen von 14 Sekunden auf 6 Sekunden. Was aber auch so ein bisschen geschuldet ist, dass. Ich glaube, Lian Amy sich öfter abschießt. Deswegen so ein bisschen rankommt.
Oh, Humberto. Ai, ja, das war... Was passiert? Was passiert? Und Gizmo knapp an ihm vorbeigeschossen. Erklär's mir. Ja, ist so, die Leute haben es gesehen. Ah, ja, ich sehe es gerade im Stream. Okay, also so lange Verzögerung haben wir dann auch nicht. So, dann gucken wir mal kurz nochmal in der anderen Perspektive an, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ja, kommt da weit rechts raus aufs Grün. Gizmo kam vorbeigeschossen. Ja, jetzt hat Gizmo natürlich Mike vor sich. 4,2 Sekunden. Das, ich leg meine Hand ins Feuer, das wird nichts. Jetzt muss natürlich Humberto aufpassen, dass sein Teamkollege, ich glaube Markus ist sein Teamkollege. Von Humberto, ja. Zumindest fahren die beide, ja, doch. Fahren eine sehr identische Lackierung. Genau, hast du gut erkannt. Ja, aber identische Lackierungen hat ja nicht viel zu bedeuten manchmal, ne? Ja, das waren die Kollegen in die vorletzte Runde. Zlatan verliert immer mehr Zeit, beziehungsweise natürlich seine Zeitstrafe gerade abgebaut und dementsprechend der Abstand sehr, sehr hoch. Murder City auch nur noch 3,5 Sekunden von Lee and Amy entfernt. Der fährt die letzten Runden gleich nicht so gut. Sagen wir es mal so. So, Mike. Wenn der Junge jetzt locker runterfährt, die letzten anderthalb Runden, beziehungsweise zwei Runden, dann holt er sich den Sieg. Ich glaube, sein erster. Ja, zweimal Zweiter, zweimal Dritter. Das wäre sein erster Sieg. Darf man keine Fehler machen, denn Fehler passieren. Hat man gesehen, Gizmo und Humberto, beide mal einen Fehler gemacht. Aber nur noch 3,7 Sekunden. Gerade waren wir noch bei 4,9 vor der Runde. Jetzt nur noch 3,7. Ich weiß ja nicht, wie sehr Mike auf die Zeit guckt und sieht, wie die Zeit runterrast. Ob es ihn dann so ein bisschen nervöser macht. Das ist natürlich schwer zu sagen. Oh, 3,5. Normal sollte nichts passieren. Normalerweise. 3,4. Humberto ist immer noch vor Markus und Zlatan kommt auch nicht mehr wirklich. Also hinten sollte nicht mehr viel passieren. Murder City aktuell auf einer guten Runde. Noch vielleicht den Lee und Amy zu kassieren. 2 Sekunden. Ah, das ist eine Zeitstrafe von 2 Sekunden. Ah, okay, jetzt ist ihn auch erledigt. Das Thema ist dann auch dadurch. 3,1 Sekunden Gizmo auf Mike, letzte Runde. Wie gesagt, also wenn er jetzt keinen Fehler macht, der Mike, dann sollte der locker runterfahren. Slater verliert auch immer ein bisschen mehr Zeit. Zu Markus. Amy hat zwar Murder City im Hintergrund, aber auch 2 Sekunden Vorsprung sollte eigentlich nicht mehr viel passieren. Oh, 2,6, Mike hat zwar noch mal knapp eine Sekunde verloren jetzt, aber das wird nicht reichen. Ja, das freut mich dafür, Mike, dass er das Ding jetzt schön nach Hause fahren kann. So, ich mache mal kurz ein Foto von den Zeiten, wobei ich sagen muss, ich glaube, da waren jetzt keine besseren Zeiten wie der ersten Runde von allen Beteiligten. Ja, Mike fährt jetzt runter auf zur letzten Kurve.
Ja, Glückwunsch, Mike, gehst du hinterher. Humberto auf Platz 3, Markus knapp dahinter. Slatan kommt auf Platz 5 ins Ziel. Lee und Amy. Oh, nochmal knapp gegen Murder City. Das ist stark. Schafft er es noch? Nein. 57.000. Das ist wirklich stark von Murder City. Trotz einer, ich glaube, 2 Sekunden Strafe war das gewesen und 2 Sekunden Abstand trotzdem noch aufzuholen. Auf 57.000. Sau stark. Anders kann man es nicht sagen. So, Tabelle wurde auch schon mittlerweile aktualisiert. So. Ja, oh, toll. Ich habe das wahnsinnig mitgekriegt von der Axt. So spannend war der Schluss jetzt auch wieder nicht. Yeah. So, auf jeden Fall haben wir ja Gizmus aktuell immer noch Platz 1 unangefochten mit 200 Punkten. Platz 2 Markus mit 153 Punkte. Platz 3 Bike. Entschuldigung. 148 Punkte. Dann kommt Murder City mit 129. Humberto mit 105. Lee and Amy mit 92. Das Bäumchen konnte heute leider keine Punkte sammeln. Ist mit 77 Punkten auf Platz 7. Platz 8 ist Fire Benny mit 75 Punkten. Fishmack 62 Punkte. Striker 61. Slater mittlerweile schon in 4 Rennen auf 60 Punkte hoch. Sehr gut. Da bin ich mal gespannt, wie hoch er noch kommen wird. Er hat ja noch ein paar Rennen vor sich. Wenn er so weitermacht, hat er ja noch 2, 4, 6, 8 Rennen vor sich. Oh, dann schafft er vielleicht noch so an die 180 Punkte zu kommen. Wird zwar definitiv nicht reichen, unter den ersten 3 zu kommen, weil die werden schon im nächsten Rennen fast an die 180 sein. Aber ist trotzdem dann ein gutes Ergebnis. Ich denke mal, er wird dann noch ein bisschen aufmischen und so. Oh, Top 5 wird schwer ranzukommen. Ich glaube, das ist schon fast unmöglich. 69 Punkte auf Platz 5 aufzuholen. Boah. Das ist schwer. Seinen Platz 5 fährt man nicht mit Murder City, aber sonst wird das wirklich sehr, sehr schwer für ihn. Aber ich denke mal, wenn noch ein paar gute Platzierungen rauskommen. So, wir gehen kurz in die Pause und sind gleich mit Liga 3 wieder da. Also bis gleich. Bis gleich.
Richtig perfekt hat es geklappt. So, zweite Rennen sind wir wieder da. Finale, Liga 3. Ja. Schauen wir doch mal. So. Ich gehe wieder, ne? Weißt ja. Nach hinten. Macht das 8 Fahrer, sind wir auch hier in dieser Liga heute aktuell. Ja, gleich werden es aber noch 2 mehr, wenn alles klappt. Ja, zumindest ein einer auf jeden Fall. Bei 2 müssen wir gucken, ob der Ringgurt noch schaffen sollte. Wobei er gerade schon geschrieben hat im Chat, dass es wohl heute nichts wird. Schauen wir mal, es können alle starten, sauber, wunderbar. So wollen wir sehen. Ich habe gerade keine Handschalter, dann würde ich mal hier umschalten. So, das mal eben hier. Zack. Ah, da hinten gibt es schon ordentlich Getümmel. Kaiser versucht gerade Crashkit zu schnappen da hinten. Nein. Klappt noch nicht so ganz. Und jetzt versucht er wahrscheinlich den besseren. Brauchst du auch Crash geht gerade sein Auto so ein bisschen am Wedeln gewesen mit dem Heckteil. Aber Kaiser konnte den Vorteil nicht nutzen. Versucht jetzt über diese Außenlinie da wahrscheinlich zu kreuzen. Ja, ist jetzt neben Crash geht. Ob Crash geht womöglich gerade überrascht gewesen. Ah ne, Kaiser muss nochmal zurückziehen, weil in dem Sektor ein bisschen schwierig ist, nebeneinander hier zu fahren. Gerade in dem schnellen Sektor. Spikes Me überholt gerade seinen Teamkrieg. Oh, da hinten gibt es irgendwelche Unfälle. Ja, da hat sich jetzt gerade Donny so ein bisschen Donny voll abgelegt. Ich wollte gerade sagen, der war nämlich eigentlich mit seinem Teamkollegen dazu gegangen, mit dem Spikes Me. Oh, jetzt. Kurz eine Wiederholung an Kaiser. Der ist da abgeflogen, okay. Und dann kam Spikesman, hat ihm noch einen Hit gegeben. Ah, ja, yeah, er hat wirklich seinen Teamkollegen den abgeschossen. Doofe Sache. Das gibt Ärger, das gibt Ärger. Crashkit konnte sich gerade aber Aichi da hinten schnappen. Kaiser wollte ihn näher ziehen, hat aber nicht ganz gereicht. Bin ich doch mal gespannt. So, ich gehe mal eben kurz auch mal da vorne, weil wir jetzt noch hier hinten waren. Ach, scheiß Nase. Held klebt an Spikes wieder an. Versucht sich jetzt reinzubremsen, denn er stand zu viel. Nein, hat nicht gereicht. Spikes mit Konzentration bauen. Aber der Held kriegt auch direkt Druck von hinten von Rusty. Auch dicht gefolgt vom Crash Kit. Und dem IG. Passiert noch nichts wirklich. Weiterhin. Kaiser hängt auch hinterm IG. Oder Edgy. Wie auch immer. IG war schon richtig. Edgy Badgy. Da steht ein Ei und ein Chi. Ja, du mich auch Ei. Ein Chi. Ja. Spikes mir, glaube ich, mal zur Strafe bekommen, wie ich gesehen habe. So, jetzt kommt aber Kaiser. Nee, Seven mit zu viert dadurch die Spitzkehre. Leck mir an den Füßen. Und keiner geht ins Kiesbett. Aber Kaiser kann sich Aichi schnappen. Und Spikes me. Ja, schade, Spikes me. Aber du kämpfst dich wieder zurück, so kennen wir dich. Hoffentlich. Kannst du halt vergessen, das anzuschalten? Was hast du vergessen? Das Overlay. Achso, ich dachte, du hast wieder die Mikrofone nicht angemacht. Ah, die sieht auch aus. Ja. Aber ist ja nichts Neues. Hast du jetzt echt die Mikrofone nicht angehabt? Nein. Oder? Ja. Jetzt wird zutrauen werde ich ja. Es hat schon längst Leute geschrieben, man hört euch nicht, man hört euch nicht. Ich achte nicht so wirklich auf den Chat. Ja, oh, da gab es gerade noch ein bisschen Tick-Tick-Tock-Tock, aber... Ich
sehe den war... Shit ja hier durchgehend. Oh. Er war jetzt da gerade so. Ah. Göschke hatte gerade auch hier mit seinem Heckteil zu kämpfen. Dementsprechend konnte Kaiser die Position weiter ausbauen. Und da wird Göschke auch geschnappt. So, mal eben hier kurz. Okay, Donny muss ja nochmal abgeflogen sein. Der ist was? So extrem weit hinten. 14, oh. Okay. Ich hab's gar nicht mitgekriegt, ob der nochmal da so geflogen ist. Okay. Ich auch nicht. So, Held hat aber vorne mittlerweile seinen Teamkollegen, den Jan, überholt. Der wiederum hat jetzt direkt Rusty am Arsch und das ganze Quartett hinter Rusty. Ja, Rust. Kaiser probiert direkt beide zu überholen. Denkt, sie ist leichter, direkt zwei statt ein, aber nicht funktioniert. Oh, aber IG, wer kann da jetzt durchgeschossen? Ich glaube, IG hat sich so ein bisschen verbremst, ne? Ja, ein bisschen. Das sah so aus, ob das nicht so ganz geplant war. Der lässt Kaiser auch wieder ziehen. Ja, und auch den Spikes-Meme. Ich nehme kurz einmal schnell die Wiederholung rein. Weil da kam der irgendwie einmal quer durchs Feld geschossen. Ja. Hat aber Gott sei Dank eine Lücke gefunden, wo er sich verbremst hat, wo er keinen da weggeschossen hat. So. So, Rusty und Trashkid sind beide an Jan vorbeigekommen. Ja. Und Kaiser natürlich durch den Verbremser von Aichi ein bisschen weiter weg, aber mausert sich langsam wieder ran. Aber IG möchte hinten wieder an Spikes wie vorbei. Ja, ist er auch. Okay, nochmal zu Kaiser, da wollte ich hin. Kaiser direkt nach Schlagdistanz zu Jan. Geht gerade auf die Backup-Passage zu. Kaiser will außen rum. Oder zumindest, ja. Und gucken, ob sich. Hä? Jan zieht dementsprechend zurück, lässt Kaiser ziehen. Schön gemacht, Jan. Aber jetzt hat er auch gleich den IG hinter sich. Wenn ich es richtig sehe. Ja. Aber auch IG hat noch den Spikes wie im Nacken hängen. Na, vorne kann sich halt ein bisschen absetzen. Aichi versucht jetzt gerade an Jan vorbeizuziehen. Ja, und Spikes will mitziehen. Ja, Spikes versucht eventuell ganz innen. Aber nicht ganz. Ja, lassen die alle sauber. Leichtes Tuck, aber alles gut. Nichts Jan passiert. Ganz Spikes wieder auf Platz. Nein, vor. Schade. Spikes mean. Kollegen vorne. Crash Kid und Rusty. Die ziehen ihr Ding da erstmal durch, ja, aber der Kaiser suchen gerade Held zu jagen. Ja, Kaiser ist aber auch noch gut dran, unter einer halben Sekunde. Gucken, wie es jetzt Kurvenausgang aussieht. 03, 04 wieder. Weiß nicht, wird der Spieltag zack, 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 zack. Sind auch dann jeweils mehrere neue Bestzeiten gefahren. Ich glaube, erst war es der Crash Kid, dann Rusty, dann Kaiser. Haben sie alle einmal schnell durchgeschaltet? So, dann kann ich jetzt mal. Kaiser greift jetzt gerade den Rusty an, aber hat nicht geklappt. Da hat er kurz daneben gesessen, gestanden, Entschuldigung. Und jetzt kommen sie zu dritt auf die Bergabpassage und gucken, ob Kaiser jetzt da die Chance nutzen kann. Vom Windschatten hat er nicht viel, weil der Rusty halt auch von Crash Kid dementsprechend den Windschatten nutzen kann. Hinten hat jetzt scheint wohl Spikes mir den Jan überholt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Kaiser sich jetzt vor der Spitzkehre. Was die Crash Kid machen da? Ich
Für so einen Positionstausch. Ja. Kurz hier mal Aichi mal gehen. Nach vorne mal hinten Platz. Spike ja, auch nach vorne hinten Platz. So ein bisschen durch, um gerade die Zeiten vor allem einzutragen. Spike wäre knapp unter einer Sekunde hinter sich den Jan. Gerade hier etwas über einer Sekunde. So, damit erstmal keinen großen Kampf zu erwarten. Donny ist leider jetzt schon 11 Sekunden, knapp 12 hinter Jan. Schade. Ja, von seiner Bestzeit her auf jeden Fall gar nicht mal so unbedingt schlecht, aber hängt halt blöd hinten. Oh, hier, Kaiser hat sich jetzt gerade den Rusty, der Crash Kit geschnappt und direkt dann versucht er sich auf den Crash Kit zu schnappen. Und IG hat aber auch Rusty und Crash Kit geschnappt. Hat sich da richtig die Chance gewittert und hat sie auch voll genutzt. Schön gemacht. Mal gucken, ob jetzt IG seine Position behaupten kann, wenn die beiden Teamkollegen da hinter ihm sitzen. Und erstmal versuchen, richtig Druck aufzubauen. Ich hoffe auf einen nochmaligen Verbremser von Aichi unten in der Spitzkehre. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade erstmal alle schnellsten Runden soweit eingetragen. Aichi kann aber jetzt voll den Windschatten nutzen von Kaiser, zieht sich rein, innenseitig auf die Spitzkehre. Ja, ist vorbei an Rusty, aber Rusty drückt direkt daneben und kontert. Du meinst Kaiser? Entschuldigung. Aber der Rusty ist natürlich auch direkt dahinter. Das ist korrekt. Ja. Aber Kaiser kann auf jeden Fall seine Position mal weiter behaupten. Aichi macht natürlich ordentlich Druck von hinten. Und ihn hält Freuds, weil der konnte seinen Vorsprung wieder über 2 Sekunden ausbauen. Jetzt versucht nochmal Aichi an Kaiser. Nein, hat nicht geklappt. Ja, der Vorteil hinter die beiden hinter Kaiser, die können den Windschatten von Kaiser direkt nutzen und Kaiser kann aber keinen Windschatten nutzen von Held, weil er ein bisschen weit weg ist. Jetzt sieht es aus, wenn Rusty versucht, ne, doch nicht, hat nicht geklappt, hat nicht, nicht ausgereicht, den IG wieder zu schnappen. Ah. Oh, Spikesby kriegt aber auch hinten Druck von dem Jan. Jan scheint an ihm vorbei. Nein, jetzt nebeneinander auf die Backup-Passage. Ja, vorhin nur auf jeden Fall Spikesby an Jan vorbei. Dann scheint es jetzt wieder so ein bisschen zurückzuholen. Spikesby bleibt noch vor Jan. Hat seine Position da gut verteidigen können. Schön gemacht. So, mal eben kurz wieder nach vorne zu den Kampfhähnen da. So, den 4. Kaiser kann auf jeden Fall seine Position behaupten. Ja, und hält. Jetzt versucht Aichi wahrscheinlich nochmal. Ja, wurde in der Spitzkehre nochmal das gleiche wie gerade, in der Runde zuvor. Innen dran, soll vorbei. Und jetzt konnte aber Rusty nicht direkt kontern. Kaiser. Aichi so ein bisschen die. Schön, Kaiser. Konnte nicht kontern, weil Aichi dann direkt die Linie dicht gemacht hat. Und jetzt bin ich gespannt, weil Kaiser den Windschatten jetzt besser nutzen kann zu Aichi als Rusty zu Kaiser. Jetzt kommt er wieder Kurvenausgang drauf an. Der kommt besser raus, da hat Aichi aber den besseren. Ja, Aichi kommt viel besser raus. Ja, sehr viel besser. Und klebt. Ah, und Jan hat, Quatsch, der Held hat aber auch einen kleinen Fehler, weil der jetzt der Aichi direkt am Held klebt. Ja, die Reifen sind auch schon sehr gut vom Held runter.
gegenüber Kaiser und Aichi. Ja. Vergleich auf jeden Fall. Ja. Ich meine, bei Aichi den gleichen Versuch starten wie vorhin bei Kaiser. Wenn die jetzt auf die Backup-Passage kommen, wenn Aichi bald genug dran ist, dass er sich da wieder daneben setzen kann. Er sieht ganz danach aus. Nein, Held macht da die genau dicht. Aichi muss es, wenn dann, über außen schaffen, aber da macht Held ordentlich zu, aber der Kaiser versucht direkt bei Aichi anzugreifen. Hat aber auch nicht geklappt. Die ersten vier sind innerhalb von einer halben Sekunde. Mhm. Der Fan macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Und da werden wahrscheinlich auch einige Schweißperlen gerade die Stirn runterfließen bei den Leuten. Ja, Hell kann die Position tapfer halten. Ich bin gespannt jetzt auf die Ende, Start und Ziel, ob da, ne? Da wollte wohl Hell. Ja. Sieht auch dran vorbei, ist schon vorbei. Kaiser und nein, Kaiser. Oh, leichten Tux den Hell gegeben, ist auch aber. Crash Kit noch dran. Jetzt möchte Kaiser sich den Held schnappen. Wie sieht es jetzt aus? Ah, hat nicht ausgereicht. Er versucht jetzt. Aber Aichi kann sich schon hat schwierig, weil er hinten hat Crash Kit und Rusty dran, direkt dran sind. Ne? Aichi kann sich direkt mal knapp eine Sekunde absetzen. Ja, Held muss jetzt seine Position da verteidigen. Da kann er. Jetzt versucht Kaiser sich da reinzubremsen auf der Backup-Passage. Hat es geschafft. Ist dran vorbei. Und hofft wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Luft zu bekommen. Wenn Rusty und Crash Kid am Held noch vorbei möchten. Held wird es den beiden nicht einfacher machen wie dem Kaiser. Dementsprechend hofft Kaiser, den da ein bisschen Luft zu verschaffen. Oh. Da der Held noch ordentlich den Windschatten nutzen kann vom Kaiser. Kaiser wiederum aber kein Windschatten nutzen kann. Hat Aichi ordentlich. Mal kurz nach hinten springen, weil Donny ist wieder an Spikesme und Jan dran. Ich glaube, die beiden haben sich irgendwie so gegenseitig abgeschossen, habe ich das Gefühl. Jan und der Spikesme. Ja, da muss auf jeden Fall passiert sein, weil vorhin, wo ich letztes Mal da war, waren 12 Sekunden Abstand von Donny zu Spikesme. Oder Jan, ich weiß nicht, wo die Position gerade war, auf jeden Fall waren knapp 12 Sekunden Abstand. Kaiser hofft jetzt auch weiter Zehntel aufzubauen, damit der Windschatten nicht mehr genutzt werden kann, den hat hinter sich. Hey, er hat fast sein Heck verloren, der Kaiser, aber konnte das Auto gut fangen, aber auch kein Zeit verloren auf den Held. Ja, oh, es fährt nach rein. Ja, Rusty. Da sind schon mal die ersten. 2 Runden später in der Box als in der, gerade in der 4. Liga. Also die ersten ja in der 8. Runde reingefahren, Ende der 8. War nicht auch Ende 9. und dann anderen 10. Der erste ging schon Ende 8. rein. Ja. Ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen. Den ganzen Namen kommt sowieso immer durcheinander, wie man ja von mir kennt. Du kommst ja sogar schon durcheinander, wenn man die Namen lesen kann. Bitte? Was? Mhm. Ja, weißt du, du sagst die ganze Zeit zum Kaiser immer Rusty. Ja, du. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Hast du deine Brille wieder nicht aufgesetzt? Doch, habe ich. Ja, daran liegt nichts. Ich verwechsel einfach die Namen. Das ist einfach so. So, hinten kommt jetzt immer noch hier das Feld. Donny, Jan. Ja, aber Kaiser kommt jetzt. Spikesme ist jetzt dran vorbei an Jan. Er hat vorhin noch eine gute Lücke gehabt. Ah, Jan war in der Box, okay. Ach ne, waren jetzt alle in der Box. Stimmt, ja. Die hinten waren alle in der Box. Rusty auch in der Box. Da fehlen nur noch die 4 vorne. Was? Oh, was ist mit Rusty passiert? Der war doch in der Box.
Achso, der war. Ah ja, stimmt, der Russell an der Pole, genau. Crash geht noch nicht. Richtig. Kaiser konnte schon gut absetzen, 2,7 Sekunden. IG hat auch eine schöne Lücke. Von 1,6 Sekunden auf Kaiser. Und Crash geht. Möchte endlich am Held vorbei. Ich denke mal, da jetzt aber beide. Oh, die anderen sind auch nicht in der Box. Ja. Was sagen wir mal, oh, Held kommt weit raus. Fährt noch eine Runde? Ja. Held, das ist, glaube ich, nicht geplant. Doch, ich glaube schon, sonst hätte er darüber gezogen. Ich glaube schon. Ich glaube, der ist da irgendwie so auf dem falschen Taktiktrichter, um keine Ahnung. Ja, der hat auch gerade mal schwer mit seinem Arsch zu kämpfen. Das lohnt sich überhaupt nicht, noch eine Runde draußen zu bleiben. Die Reifen sind so im Arsch. So. Und er ist schon bei der Hälfte. Raus und bleibt auch. Und hat IG geschnappt in der Box. Ja, aber IG denkt so, vergiss es, ich hole mir meinen Platz wieder. Aber wie wir vorhin sehen konnten, kann Kaiser auch gut mit Druck umgehen, den er von hinten bekommt. Und so will wir schon mal ein paar Zehntel jetzt absetzen. Vom IG. Ja, hält noch 14 Sekunden vor Kaiser. So. Dann sehen wir. Kaiser kann auf jeden Fall seine Position behaupten. Aichi gerade in der Spitzkehre 13 gut gemacht hat. Da hat wohl Kaiser einen guten Ausgang gefunden. Dementsprechend hängt er jetzt den Kaiser wieder nah dran. Kaiser war wahrscheinlich gerade froh, dass er ihn aus dem Windschatten hält jetzt in der Box raus hatte. Ja, alles andere hätte mich jetzt auch schwer gewundert. So, IG hängt jetzt voll im Windschatten zu Kaiser. Kaiser bleibt auf seiner Linie, versucht dann nicht die Linie jetzt dicht zu machen. Aber kann seine Position behaupten vom IG. Hat er die gute Linie gefunden, ihn das komplett zu verwehren. Ja. Aber da hat. Vielleicht mal ganz raus, als wenn IG da die bessere Linie durch die Kurve gefunden hätte, aber. Abstand bleibt gleich. Oh, jetzt kommt IG weit raus, halt zu spät. Ne. Sah gerade. Entschuldigung, sah in der Kameraperspektive komisch aus. Jetzt macht Kaiser gerade so ein bisschen Zickzackkurs auf die Backup-Passage, um IG den Windschatten immer wieder abzunehmen oder zu unterbrechen. Weil IG klebt nämlich wieder sehr nah am Heck. Ich würde sagen, da passt mal gerade noch der Smart zwischen. Okay, jetzt hatte gerade IG. Ne, doch nicht. Ah, eine andere Linie gewählt. Kam dann besser aus der ersten Kurve raus, aber das hat ihm noch nichts gebracht. Ja, auch wahrscheinlich, dass er jetzt auf die letzte Kurve Start und Ziel einen besseren Ausgang findet. Um den Windschatten voll nutzen zu können, den Speed mitzunehmen. Scheint aber nicht zu reichen. Bring ungeblühte Kamera. Ne? Hat nicht gereicht, klebt dem Kaiser immer noch sehr nah hinten dran. Vorteil aber für Rusty war, sie kommt ein bisschen, auch ein bisschen sehr viel näher
an dem IG dran. Ja. Crash geht jetzt aber 6 Sekunden hinter Rusty. War da irgendwas? Habe ich irgendwas verpasst? Ne, nach dem Boxenstopp ist irgendwie da, glaube ich. Okay. Aber die waren vorhin näher dran, also sind jetzt... Ja, irgendwie beim Boxenstopp sind die schon irgendwie sehr blöd rausgekommen. Wir hatten den Anschluss verloren. Beziehungsweise Crash Kid hat den Anschluss verloren. Aber wir konnten jetzt teilweise ein paar Zehntel wieder den Vorsprung ausbauen, dass IG den Windschatten auf der langen gerade Bergabpassage noch nicht mehr nutzen kann. Zumindest nicht mehr voll. Ja. Ja, sieht sehr gut aus. Wir machen echt einen geilen Job da, muss ich echt sagen. Macht sehr, sehr viel Laune dazu zu gucken. Oh, IG jetzt gerade im letzten Sektor auf Bestzeitkurs gewesen. Wenn die Zeit so bleibt, wird es eine sehr, sehr tiefe 1,55. Wahrscheinlich wird das nutzen können, dass er noch ein bisschen minimal Windschatten noch von Kaiser nutzen kann. Und dann schauen wir mal, ob sie jetzt gleich hier schön lila aufleuchtet. Ah, schade. Knapp verfehlt. So. Schade, schade. Auf jeden Fall, IG kannst du mal nachtragen, für sich eine neue Bestzeit gesetzt. Weil. Ach, oh ja. Kaiser hat die 54 geknackt. Oh! Da habe ich IG das auch. Ich war gerade, bevor IG bzw. Kaiser rübergefahren ist, habe ich 1,55 im Kopf gehabt. Und IG war zu der Zeit noch auf Bestzeitkurs im letzten Sektor. Und dann hatte ich aber. Dann habe ich nur gesehen, oh, ne, nur blau. War IG, aber ich habe dann nicht auf die neue Bestzeit von Kaiser geachtet. Okay. Oh, Ringos Router funktioniert anscheinend. Ist gerade beigetreten. Auf jeden Fall waren sie vorher noch in der vierten Liga. Da war IG aber nah am Kiesbett. In der vierten Liga war noch die 1,547 von Markus. 741 meine ich. Jetzt haben wir eine neue mit 1,543. Ich kann dir gleich genau sagen, was alles ist. Ich bin gerade am Nachtragen. Mhm. Ja, Kaiser kann sich wohl jetzt absetzen von IG. Und IG hat auch Luft nach hinten zu Rusty. Über 2 Sekunden, 2,5. Und Crash, Rusty hat auch ordentlich Platz zu seinem Teamkollegen, 7,5 Sekunden. Markus hatte eine 54,793. 793, okay. Ja. Ja, und ansonsten ist da überall jetzt sehr, sehr viel Platz zwischen. Jetzt gibt es da auch gerade nicht mehr viel zu sagen, nur zu beobachten. Okay, ist er wieder eine neue Bestzeit gesetzt? Was? Oh, yo. Kaiser. Geht ja richtig ab bei dir. Dann gehe ich mal fast von aus, dass die Jungs aus der ersten Liga die 53er-Marke haben werden. Ja. Sehr tiefe 53er, aber auch fast tippen, dass da auch wohl eventuell von Makula, II, etc. auch wohl die 52 fallen könnte. Ey, ist nur eine Vermutung. Wissen habe ich null. In der Hinsicht. Ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, was geht. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. So.
Es ist wirklich überall jede Menge Platz. Da wir das vorhin noch die ersten vier innerhalb von einer halben Sekunde lagen, ja, und die ersten vier jetzt haben Abstand von knapp 14 Sekunden. Stimmt, da kann man so ein bisschen mehr durchseppen. Durchzappen. Aber ist auch nicht viel besser. Drei Runden haben wir noch. Fresh geht ja ordentlich Zeit verloren im zweiten Stint. Nach dem Boxenstopp. Da ist dieser voll raus und kommt auch nicht mehr so richtig rein. Seine beste Runde ist bei 55,8 und da ist er zurzeit echt weit von entfernt. Obwohl eigentlich nach dem Stop eigentlich normalerweise nochmal bessere Zeit hinkriegt, aber keine Chance. Nee, sieht im Moment nicht so aus. Kaiser kann seinen Vorsprung immer weiter und immer weiter ausbauen. Jetzt knapp bei 3,3, 3,4 Sekunden. Ja. Hat das letzte Liga 4 Rennen ein Lexus gewonnen. Da wird das erste Liga 3 Rennen auch ein Lexus wohl gewinnen. Sieht momentan so aus. Jetzt kann Juk möglich sein. Ja. Kaiser hat auch kaum Reifenverschleiß. Ja, er fährt da, er geht da sehr gut um mit seinen Reifen. Hat wahrscheinlich ein ordentliches Wörtchen mit denen vorher gesprochen. Oder eine kleine Kuscheltour gehabt. Der hat sich jetzt echt mega auseinandergezogen. Held kommt so ein Ticken an. An Crash geht ran. Okay. Ja, schade für Jan. Er hat vorhin da vorne so gut mitgemischt und dann. Ja. Jetzt leider. Leider Gottes auf dem 8. Genauso wie für einen Held. Schade, schade. Welchen Team ist eigentlich, kann er das immer so schnell gar nicht lesen? Ist der Kaiser überhaupt? Ich glaube CNF Racing. Okay. Erst Buchstaben, den schaffe ich noch zu lesen, aber seit ihr vorbeifährt, dann war es auch, ja. CNCR? CNF. Ja, das ist schwer zu lesen, gut. Ja, aber das Team von Rusty und Crash Kid holt sich auch überall in diesem Rennen die meisten Punkte als Team. Oh, schon 4,5 Sekunden Abstand zu IG, der Kaiser. Ja, der fährt jetzt in die letzte Runde, kann ganz behutsam das Ding nach Hause fahren, sozusagen. Ja. Der Kaiser drin, welche Runde er drin war, wie alle anderen. Ich glaube Ende 10. waren die drin. Ja, Ende 10. So, das ist vollkommen richtig. Du.
So, da passiert nichts mehr. Schade, schade. So, und der Jan ist jetzt auch in der letzten Runde gestartet. Ne, aktuell passiert da wirklich nichts mehr so. Und im wenigsten Verbrauch momentan von den Reifen, was ich sehen kann, ist Aichi. Da hat Kaiser minimal mehr, also so weniger minimal. Wobei Rusty und Crash Kid, Rusty ist mehr sogar als Crash Kid. Ja. Ich glaube sogar, wenn ich Vergleich ziehe, hat Crash Kid noch weniger Verbrauch als Aichi und Kaiser. Ja. Boah, der geht wohl sehr behutsam mit seinen Reifen, würde ich sagen. Ja, Aichi hat immer noch besseren. Besseren Verschleiß. Besseren? Besseren. So, Kaiser fährt über Ziellinie. Glückwunsch. Glückwunsch. Zack, gefolgt von Aichi. Sehr schön. Kommt der Rusty. Jo. Wir ziehen jetzt ein bisschen länger, dauert es bis der Crash Kid kommt. Das Unfallkind. Ist auch im Ziel, dann kommt Pelt hinterher. Und jetzt mit weitem Abstand. Ja, der spikes me. Eins kann ich nur vergewissern, sicher sagen, spikes me wird nächste Saison kein Matze mehr fahren. Ja. Da ist er auch. Genau wie Donny. Donny und Jan. Da kommt er. Unser Schlusslicht kommt nun auch ins Ziel. So, Tabelle wird auch schon aktualisiert auf der Seite. Ja. Schön gemacht auf jeden Fall von Kaiser. Ruhe bewahrt. Allerdings schön nach Hause gefahren. Sehr cool gemacht. Sehr, sehr schön. So, da haben wir das Rennergebnis. Ja, da ist das Ergebnis vom Rennen. Tada! So, wir machen kurze Pause. Ringo hat schon mal auf jeden Fall eine Lobby drin. Ich hoffe, dass der Gig schon auch unterwegs ist. Hoffen wir es mal. Ja, kurze Pause, sind gleich wieder da. Jo.
Da sind wir wieder. Juhu! So, zwei weitere Fahrer sind mit dabei. Jo. Gigschen und Project Ringo. Dementsprechend sind wir jetzt 9 Fahrer. So, ich guck wieder hinten. Donny wird mir in der Box angezeigt. Eine Sache gefällt mir gerade nicht so ganz. Jetzt ist weg. Ist alles wieder gut. Ja, bei mir war gerade so extrem Spikes-Me und Crash-Kit. Die sind trotzdem so weit auseinander. Das ist eine riesen Lücke. Das Spiel ist manchmal so merkwürdig. So, alle können starten. Sauber. Ja, zwischen Spikes-Me und Crash-Kit ist über eine Sekunde Lücke. Ey. Das ist so komisch. Zwischen Spikes-Me und Crash-Kit ist auch Held. Oh geil, wird mir nicht angezeigt. Siehst du? Ich muss sagen, so eine riesige Lücke von einer Sekunde, ey. Ja. Da fehlt ein Auto. Ja. Ja, also es tut mir leid an den Fans von Held. Ich kann Held heute nicht mehr zeigen. Ja. Oh, vorne will Donny direkt den Jan schnappen. Versucht sich da in der Spitzkehre nach der Bergabpassage zu schnappen, aber hat nicht gereicht. Bikes, wie versucht aber auch dann direkt den Donny zu schnappen. Versucht jetzt die Innenlinie zu nehmen. Nee, wenn Donny die Tür auflässt, Bikes, wie zieht zurück. Möchte auch keinen Crash riskieren. Oh, jetzt hat aber Donny ein bisschen den Curbs geräubert, aber dann keine Strafe zu kriegen. Ist wohl noch vom Spiel freigegeben. So. Jetzt will aber Spikes nie. Nein, er zieht wieder zurück. Er hat einfach zu viel Angst, dass er einen Crash provoziert da. Ja, so, jetzt geht's nach hinten. X Kaiser. So. Die sind da gerade ordentlich am Fighten. Die Autos sollen noch halten. X und Kaiser, die haben gleich liegen. Den habe ich gerade schon gedacht, wieso ist Kai jetzt ganz hinten, aber das ist geil. Das Gigschen. Ja, und der Kaiser möchte sich wahrscheinlich da vorne auch noch den Aichi wieder schnappen. Und den Donny jetzt gerade, weil Aichi hat sich den schon geschnappt. Ey, was war da jetzt? Da hat sie gerade so ein bisschen Bum-Bum gemacht. Muss mal zurückgehen. Ja, weil auf jeden Fall stand Aichi mit mal kurz in der Kurve. Warum wir sowas halb, konnte ich gerade nicht sehen. Bum-Bum, tok tok tick tick. Da ist Kaiser hinten drauf. Bums. Der alte Bumser. Die alte Bums-Bier-Nice. Ne, Kaiser hat aus... Ah, da, okay, ja. Donny und Aichi hatten sich so ein bisschen bekriegt. Dadurch ist Aichi so ein bisschen hängen geblieben und Donny... und Kaiser ist dann dadurch aufgefahren. Okay. Die haben sich... eigentlich... Oh, ein Schiff ist hier neben der Strecke. Oh, jetzt geht's aber richtig ab. Wer geht, möchte sich IG schnappen und ja... Geht's. Crash Kid. Und Kaiser liegt bei alle auf einmal. Aber der Ringo zieht jetzt voll hinten rein. Satan, was war das denn? Ja, der Ringo hat sich gedacht, ich schnapp mir alle. Und hat dabei entweder sich voll verbremst oder. Das fährt er nochmal neben der Strecke jetzt gerade eben. Ja, der hat sich wohl gedacht, ich schnapp mir alle und hat sich voll verbremst. Oh, jetzt kommt Ringo weit raus. Ja, Ringo, bam! Jetzt bleibt er stehen. Gibt Vollgas. Ah, ich glaube, der Disconnect, der Ringo. Sein Router spinnt wahrscheinlich immer noch. Ja. Ach, schade. Das wird dann jetzt mit Bock. Weiß nicht. Ich habe gerade Ton gehört, aber. Ach ja, und irgendwo ist noch Held, den ich nicht sehe. Warte mal, der Held. Oh, Platz 2. Okay. Also Jan und Held aktuell dann Doppelführung. Korrekt ermittelt.
aber dicht gefolgt vom Rusty. Bikes mir momentan auf der 4. IG 5. Dixon 6. Kaiser 7. Donny 8. Und Crashgate 9. So, jetzt sind wir gespannt, was da vorne jetzt noch alle passiert. Rusty auf jeden Fall ganz gut unterwegs. Dem hält so ein bisschen wieder seinen Vorsprung abnehmen. Unter einer Sekunde. In der Sektion vor der Bergabpassage hat er den 13. abgenommen. Oh, sind schon 5. 6. Das Bikes wieder mit einer Zeitstrafe. Bikes me? Ja. Ist das wieder nicht recht? Ich weiß es nicht. Don Menardo, kannst du mal Bikes me im Lehrgang geben? Ich will mein Co-Kommentator-Kollegen hier nicht mit dem roten Schild über das Auto fahren sehen. Ach ja. So. Der Held hat sich auch gerade den Jan geschnappt, aber jetzt möchte Rusty sich den Jan auch direkt schnappen. Ja, das ist korrekt. Der Held ist nicht zu sehen. Also Held ist aktuell nicht sichtbar bei mir. Weil mich schon. Held ist momentan noch auf Platz 1. Er hat sich ja gerade seinen Teamkollegen geschnappt. Sein Teamkollege hält jetzt, auch wenn ich das nicht sagen sollte, aber den hat er wahrscheinlich den Rusty ein bisschen auf, um seinen Teamkollegen da vorne ordentlich Luft zu verschaffen. So. Da ist nichts Großartiges. Gixen und Kaiser möchten natürlich zusammen ab nach vorne sich durcharbeiten. Bikes nie, aufgrund der Zeitstrafe auf den 7. Platz gerutscht. Ja, der Kollege wird auch zwischendurch auf jeden Fall was über Held sagen, welche Position er hat. Ja, klar. Das wird er immer wieder mal erwähnen. Ich könnte natürlich auch die Lobby verlassen und wieder neu machen, aber oh, Opa. Der Russell ist gerade wieder an uns treffen. Und dann hat man für kurze Zeit kein Bild. Ja, Rusty ist an Jan vorbei. Und ist jetzt momentan 0,7 Sekunden hinter dem Helden. So. Konnte sich jetzt schon noch ein Zettel abnehmen. Action. Oh. Eigentlich gerade so ein bisschen, ja. Hinterachse auf dem Grün gewesen. Ja, Gigschen aber auch. Hat auch mal schön einen Drift hingelegt. Der Joni ist doch gar nicht da, aber so muss er jetzt keinen Drift zeigen hier. Oh, der IG will jetzt auch gerade den Jan schnappen. Auf der Startziel. Nutzt den Windschatten, zieht vor der ersten links dran vorbei. Schön gemacht. Ja, und der Rusty hat jetzt ganz knapp vor sich 0,3, muss ich ja sagen, weil es keiner sieht von euch, den Helden vor sich. Und die sind jetzt auf dem Weg zur Bergabpassage. Oder sind jetzt auch auf dem Weg da runter. Gucken, ob Rusty da einen Angriff startet vor der Kurve. Nein, hat wohl nicht ausgereicht. Der Windschatten. Ah, klebt mir jetzt wirklich sehr nah hinten dran. Und da sind 0,1. Ah, ich denke mal, der Rusty möchte den Helden versuchen zu nehmen in der Bergabpassage. Jetzt kommt aber Rusty vielleicht ein bisschen schneller, wenn ich es richtig gesehen habe. Und jetzt voll im Windschatten. Doch, jetzt zieht er nach innen. Nee. Jetzt wieder nach außen. Hat wohl nicht ausgereicht. Konnte sich den Helden sozusagen da nicht schnappen. Ich hoffe nur, der Rusty sieht auch den Helden.
Doch, das sah gerade so aus. Er ist ja kurz nach rechts rübergezogen, wollte ich ihn nehmen, dann ist er wieder nach außen gezogen. Na gut, ist ja okay. Also man muss immer hoffen, dass sie auch alle sich gegenseitig sehen, ist ja auch sehr schwierig. Also, wenn er ihn nicht sehen würde und sich auf Platz 1 sieht, dann bräuchte er nicht nach innen ziehen. Ja, das ist korrekt. Ne? Dementsprechend, aber der Aichi kommt jetzt auch relativ nah schon an den Rusty dran. Dementsprechend kriegt Rusty jetzt auch von hinten drücken. Gibt nach vorne Druck ab und nach hinten kriegt er welchen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Rusty sich auf der Startziel den Helden schnappen kann. Ach Gott, so. Nein, auch nicht, hat auch nicht geklappt, weil Held hat ordentlich Kampflinie gefahren, hat die Innenlinie komplett dicht gemacht. Dementsprechend konnte Rusty sich nicht rein. Das ist so schön. Lassen. Die Leute sehen gerade nur Rusty, wer eigentlich da vorne alleine fährt. Das ist sehr witzig. Ich mach meinen Job, asshole. So, aber der IG blieb jetzt echt da an dem Rusty hinten dran. Mit gerade auch Kaiser Gigschen überholt und noch einen ordentlichen Vorsprung. Oh, jetzt hat Jan einen leichten Verbremser gehabt, aber nichts passiert. Kann seine Position weiter behaupten. Kam nach der Bergabpassage in der Rechtskurve, Entschuldigung. Bisschen weit raus, aber kann seine Position weiter verteidigen. Ah, jetzt hat er da in dem Sektor einen leichten Rutscher gehabt wieder. Jetzt kommt Rusty direkt daneben und der Aichi klebt auch direkt dahinter. Aber keiner kann ihn schnappen. Der Held hat da wohl eine gute Linie gefunden. Aber jetzt versuchen sie beide dran vorbeizugehen. Rusty in der Mitte, Aichi ganz rechts gewesen. Aber auch wiederum nicht geschafft. War ihn aber sehr eng, aber nicht mal ein minimalster Lackaustauscher gerade. Sehr geil gemacht von Ich muss sagen, es sieht echt merkwürdig aus, wie die beiden da einfach fahren. Ja, sie sehen den Held. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich jetzt auch einen Fahrer nicht sehe, sonst sehe ich eigentlich immer alle. Ja, so ist es manchmal. Held verteidigt seinen Platz ein wie wild, total geil. Rusty versucht sie wahrscheinlich jetzt in der Kurve, geht innen dran vorbei, Aichi versucht sie herzuziehen, oder? Rusty ist noch nicht vorbei, aber da hinten kommt auch schon der Kaiser. Und hat sich jetzt gerade auch den Aichi geschnappt? Nee, noch nicht. Nein. Oh, zu dritt da durch die enge Kurve. Leck mir den Füß. Jetzt kommt Gigschner auch noch an. Ich weiß jetzt nicht, wo Held ist da gerade. Ist Held noch vorne? Ja, Held ist immer noch vorne. Okay. Hat jetzt durch den Kabellage da ein bisschen Vorsprung gewonnen. Gerade 0,8 Sekunden. Vor der Startziel hingen die alle noch so innerhalb von einer halben Sekunde. Aber jetzt ist ein Held knapp eine Sekunde davor. Der Held, der freut sich da hinten vorne. Also, dass sie da hinten da sich so bekappeln. Ich brauche die Übelzeiten von Gigschen. Die kommen gar nicht rein. Ach, eine kurze Sache. Der Ringo hört ja gerade zu. Ringo, du bist ja so schnell rausgeflogen. Was war denn deine beste Zeit gewesen? Kannst du mir vielleicht auch mal sagen? Dann könnte ich das nachtragen. Wenn du sie ich weißt, glaube, das hat er nicht behalten. Ja, wenn er Zufall weiß, kann er dir einmal kurz sagen, weil dann kann ich sie nachtragen. Sehr schön. Der Held, kann ich sagen, behauptet immer noch seinen Platz 1. Jetzt immer noch die Sekunde Vorsprung, weil Rusty sich jetzt hinten mit IG, Kaiser und Gigschen. Ja, Rusty hat so ein bisschen Lust. Bisschen Luft. Deswegen Aichi, Kaiser und Gigschen bekriegen sich gerade sehr, sehr stark. Ja, aber kann dich nicht weiter ranarbeiten wie der Held. Die ist jetzt gerade diese 0,8 bis 1 Sekunde, ist gerade so takt. Jetzt ist es gerade wieder weniger geworden, weil da wohl Held nicht gut durchkam. In der letzten Sektion vor der Startziel. Gerade 0,5 Abstand. Zu Rusty und Held. Oder zwischen. Und ja. Aichi hängt jetzt aber auch direkt wieder dran. Aber Rusty. Ja, ich glaube, die Zeit hörte er gern an der 1:49.001. So. Jetzt ist wieder Aichi und Rusty dran. Ja, und Rusty hat direkt vor sich auch den Helden jetzt wieder. Will jetzt wahrscheinlich auf der Backup-Passage. Wenn Held jetzt versucht, wahrscheinlich den Indiener wieder dicht zu machen.
Ja, zieht ordentlich lang rechts rüber. Jetzt war bei Rusty nah an der, am Rasen dran. Jetzt ist Rusty gerade kurz daneben gewesen, aber hält er die bessere Linie gefunden. Kann auf jeden Fall weiterhin seine Position behaupten. Das muss echt komisch sein, also so zugucken und den Führer eigentlich nicht sehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Held jetzt machen will. Jetzt ist Rusty daneben und Aichi versucht mitzuziehen. Rusty ist dran vorbei und Aichi zieht ihn mit rein. Oh, Held leicht am Schlittern gewesen, aber konnte seine zweite Position momentan echt noch gut halten. Aichi hat sozusagen nicht geschafft, den Vorteil noch zu nutzen. Okay, also ist gerade zwischen Rusty und Aichi der Held. Genau. Ja, und dich gefolgt natürlich hinter Aichi, der Kaiser und der Gitchen, ne? Was ist denn aktuell die schnellste Runde vom Held? I went. 55. Oh, Mann, jetzt muss ich wieder ran. 55,522. So, jetzt will Aichi sich den Held schnappen. Aber der Held kriegt noch genug Windschatten vorne vom Rusty. Dementsprechend kann sich Aichi. Oh, Aichi auch direkt hinten den Kaiser am Arsch kleben. Und jetzt will Aichi zieht dran vorbei. Ist auf jeden Fall momentan außen. Nimmt jetzt nächste Kurve weiter die Innenlinie. Gucken, ob er besser rausbeschleunigen kann auf Bergabpassage. Oh, jetzt kommt Held weit raus. Aichi, Kaiser ist am Held vorbei. Und jetzt will Gigschen hinterherziehen. Zieht jetzt auch innen rein vor der Kurve. Ja, ist daneben und vorbei. Jetzt kommt Held noch weiter raus. Schade. Held, geile Arbeit gemacht, wirklich so lange nicht so zu werden, war echt geil. War richtig Spaß gemacht. Ja, Harald, das habe ich mir auch die ganze Zeit gefragt, wo da noch einer dazwischen gepasst hat, weil ich sehe ihn ja nicht. Ja, die Autos, er war definitiv. Ja, die Autos waren sehr eng beieinander und du sagst immer, einer ist doch dazwischen gewesen. Gut, kann man mal probieren. Ja. Ach so, jetzt wollen wir schon was. Ich gucke mal jetzt gerade. Hä? So, zum Held brauche ich immer nichts mehr sagen. Der hat einen Sekunde Abstand. 1,8 Sekunden Abstand zu Gigschen. Okay, dann springe ich mal nach hinten, weil da scheint gerade der Jan und der Donny sich ein bisschen zu bekriegen. Okay, während der ganzen Kämpfen haben wir jetzt voll verpasst, dass Crash geht voll irgendwann mal abgeflogen ist. Oh! Nee. Ja, oder warte, nee, der kam gar nicht mehr durch. Was ist das? Crash, das weiß ich nicht. Hat nicht mal ansatzweise geschafft, nach vorne sich zu arbeiten. Okay. Ach, so, ja, alle so. Jetzt in die Box. Aichi, Rusty, Kaiser, Kickschen, Held fährt vermutlich noch draußen rum. Crash geht fährt noch. Held ist mit in der oder? Nee. Ist in der Box auch, ja. Held fährt jetzt wieder raus und landet hinter Rusty und okay. Vor Spikes. Kaiser und Gibson konnten beide Aichi und Rusty überholen in der Box. Mein Gott, was fällt denn heute hier alles runter, ey? War, so wie es anhört, ein Löffel. Ja, war auch ein Löffel. Ja. So. Ja, der Crash geht. Oh. Ah, stimmt, der war ja noch nicht. Richtig. Auf jeden Fall, wenn Crash geht reinfährt, ist auf jeden Fall. Ach, Jan war auch noch nicht drin, stimmt. Ich würde sagen, Jan war auch noch nicht drin. Also Kaiser ja. Und Gigschen sind vorne. Aichi kriegt aber gerade hinten Druck von Rusty, macht die Innenlinie zu auf der Bergabpassage. Rusty versucht jetzt über außen, hat momentan die Nase vorne,
Wo jetzt aber die Innenlinie durchstecken. Richtig schön. Ja, momentan daneben. Kannst du noch nicht weiter sehen. Ja, doch, ist vorne. Vorbei, sauber. Ja, richtig schönes Manöver. Geil schön gemacht. Von außen reingezogen und zack. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Aber ich hoffe ja. Aber ich bin mir eigentlich felsenfest sicher, dass Liga 2 und 1 das Feld ähnlich eng fahren wird. Und dass wir dann auch die Kämpfe morgen Abend sehen werden. Hoffen wir es mal. Ja. Ja, jetzt versucht aber Aichi wieder. Ne? Rusty macht Innenlinie zu. Ja. Kann die Position auf jeden Fall halten. So, Janis in der Box. Crash bleibt immer noch draußen. Aichi schafft es noch nicht, den Rusty wieder neu anzugreifen. Auf der Bergabpassage wird es auch nicht tun. Wir versuchen. Schönes Ding auf jeden Fall. Ja, und Kaiser geht schon da vorne. Ja, die ziehen ihre Bahn. Schön, schön. Ja, und Crash geht, denk mal, der wird, ja gut. Weiß nicht, ob der Tank noch eine Runde halten wird, aber denk mal, ich will auf jeden Fall jetzt reinfahren. Und Spikes mir aktuell auf Platz 6. Nein, Platz 7, weil da müsste eigentlich davor der Held sein. Richtig. Ich wollte auch gerade korrigieren, da fiel es ja aber noch ein. Ja, Danny darunter auf Platz 8. Platz 9 ist der Jan, 1,7 Sekunden hinter Donny. Crash geht fährt rein. Oh, Entschuldigung. Gucken, ob er sich wieder einsammelt auf der Position, wo er vorhin war, bevor die Jungs alle in die Box gefahren sind, da war er auf Position 7, wenn ich mich recht erinnere. Zeit verbessert. Oh ja, Kaiser. 54, 2, 2, 9, 8. 8, Entschuldigung. Und Crash bleibt auf der 7. Oder nein, Abstände eventuell verkürzen können. Nee. Nach vorne 5, nach hinten 5. Crash geht jetzt abgedreht. Ja, da kam der Arsch und dann kam die Leitplanke anschließend. Und Donny jetzt sieht Donny, ja. Und Jan ist auch gleich dran. hat der Held irgendwie seine Zeit nochmal verbessert? Ja, jetzt gerade in der letzten Runde. 1. 56. Ne, wenn dann 55. Dann war es vorhin auch eine 56, da habe ich mich wohl verlesen. Jetzt so blau wird auch wieder angezeigt, die 56, 4, 4, 6. Da habe ich vorhin. Verlesen. Ja, ist schon. Ist ja okay. Ja, ich krieg mich so nah wie die Minuten vom Monitor. Mein Fernseher ist so ein paar Meter entfernt. Ja, also ich habe hier drei Monitore vor mir. Ja! Genau. Und Donny. Harte Zeitstrafe, 8,5 Sekunden. Oh, wo war er denn? Oh. Damit hat sich das hier jetzt auch eigentlich schon wieder erledigt. Das wird es gleich nicht mehr so spannend. Der Spickel Nummer 5. Ja, vorne hat sie ja alles so. Aichi so ein bisschen zurückgezogen. Rusty 55106 ist die Zeit besser geworden als seine letzte. 55106.
der Gitschen. Ja. Gitschen hat auch eine 54. 7,64. Held hat auch eine neue. Auch eine 56, 2, 8, 6 oder 5. Ah, Moment. Ich muss aufstehen. Zwei, acht, sechs. Bevor ich. Ich glaube, ich schenke dir mal hier so ein Fernglas wie bei der Oper. Kannst du mal gucken. Ey, du mich auch. 55 Zoll ist noch zu klein, würde ich sagen. Du hast schon ein 55 Zoll und kannst es nicht lesen. Ich habe einen 32 Zoll hier in meinem Schlafzimmer. Ja, du sitzt aber nicht vom 32 Zoll Monitor jetzt, oder? Doch, oder du sitzt von 32 Zoll. Ja, du, genau. Das ist schön. Falsch ausgedrückt. Du sitzt direkt davor. Mein 55 Zoll hängt 3 Meter weiter entfernt. Ja, meiner hängt 1 Meter entfernt. Jetzt tu mal nicht so. So. Ja, ja, ja. Ich würde mal eine neue Brille holen. Ja. Gibt's so ein schönes Sprichwort bei uns, fick dich Fettsack, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, ja. Mit der Wahrheit kann er ganz schlecht umgehen, der Herr hier. Auch mit Tatsachen hundertprozentig. Aber nicht mit Fantasie getan. Passiert hier irgendwas gerade eigentlich eher nicht. Naja, Aichi hängt nur relativ nah am Rusty wieder dran. Okay, jetzt war es gerade näher als 0,7. Ja, aber Kaiser konnte sich auch selbst von seinen Teamkollegen schon fast 4 Sekunden absetzen. Der Gegner hängt auch noch 1,8 Sekunden vor Rusty. Mir ist die ganze Zeit aufgefallen, ich habe auch versehen die ganze Zeit bei den falschen jüngsten Zeiten eingetragen. Aha. Wie war das vorhin mit Brille und, hä? Wie war das? Nee, Entschuldigung, aber... Das hat irgendwas was mit einer Brille zu tun. Ja, die Namen richtig lesen, die Zeilen richtig erkennen. Trägt man die auch in der richtigen Zeile bei den richtigen Namen ein, ja? Das kann ich auch mal ein bisschen was sagen. Verdammt. So, Kaiser. Hatte letzte Runde noch eine Bestzeit, 1,57, hattest du schon? Ja, aber seine Beste ist eine 1,70. Vom ersten Rennen. 1,9, ja, so, ja, gut. Na, Kaiser konnte sich ordentlich vorne absetzen. Oh! Jetzt hat er noch verbessert. Ja. Um eine Zehntel zum ersten Rennen. 99.000, also, um es genau zu nehmen. Schön rechnen kann er sogar. Eieieiei. So. Ja, da das ist immer noch Rusty. Aichi kann auch wieder eine gute Zeit hinsetzen. 54,884. Yep. Ist aber vom ersten Rennen immer noch. Bessere Zeit. Weil ich mir auch eine neue Beste. 56, 4, 3, 9. Und Crash geht auch eine neue Bestzeit für sich. 55, 6, 8, 8 3. 3. Ja, ist aber auch besser. 55, 6, 8, 3. Aichi immer noch im gleichen Abstand hinterm Rusty. Bangt die ganze Zeit zwischen 0,5 und 0,7. Je nachdem, welchen Sektor die in der Runde sind. Held ist immer noch Platz 5. Korrekt. Er hat knapp 10 Sekunden Abstand zu Aichi und zu Spikes Me hat er auch einen respektablen Vorsprung von 8 Sekunden. 8,3. Wenn nichts passieren sollte, wird Held auch seinen verdienten 5. Platz nach Hause fahren.
So, da vorne eigentlich noch was passiert. Ne, hat sich jetzt gerade alles irgendwie auseinandergezogen. Hatte IG einen dicken Fehler, weil der jetzt nämlich fast 5 Sekunden hinter Rusty ist. Da, wo wir gerade einen ordentlichen Fehler gehabt haben. Weil, wo ich gerade noch drauf war, waren es 0,6 Sekunden. Das scheint so. Ja. Dementsprechend hat er auch nur noch 6 Sekunden Vorsprung vor Held. Richtig, knapp 7, ja. So. Ja, da war das erste Rennen ein bisschen spannender. Ja. Bisschen. Aber hat Rusty jetzt auch ordentlich Ruhe. Kein Aichi mehr hinter sich. Also hinter sich schon, aber weit entfernt. Ja, ich kann schon mal sagen, morgen gibt es ja immer weiter. Geht's weiter so. Mit Liga 2 und 1 um 19.30 Uhr. Geht es morgen weiter? Bin ich auch mal gespannt. Also ich denke mal ganz klar, die 1.54.0 wird morgen fallen. Ja. Wenn wir jetzt schon bei 1.54.072.71 sind. Und ich denke mal, ich bin mit meiner Fantasie nicht weit weg von der Wahrscheinlichkeit, dass die 52 fallen wird. Das war eine Sekunde noch schneller wie Kaiser. Wenn ich mir so die anderen Rennen angucke, ich kann mal schnell hier durchsortieren. Da hast du den Kaiser auf Platz 6, da ist er gerade mal nur 0,6 Sekunden langsamer wie Joni. Obwohl Joni da sehr. Oder falsche Karte, da. Da ist er knapp eine Sekunde langsamer wie Joni. Aber knapp eine Sekunde. Ja, aber auch nur knapp 7/10 zu Makula. Davor das Rennen. Also auch nur 9/10 von Joni. Von Makula auch nur. Warte mal, ich bin wieder falsche Spalte. Mann, ey, ich sortiere mal eine Sache und gucke in eine andere Spalte rein. Oh. Da ist eine 07 entfernt. Crashkit hat sich ordentlich an Spikes mir rangearbeitet, greift ihn gerade an. Ist jemand immer noch gleich auf, die beiden. Dann sind beide ordentlich Platz. Kommen jetzt zusammen durch die Sektion. Ne, jetzt ist Crashkit dran vorbei. Vorhin war noch 2 Sekunden Abstand. Knapp 2 Sekunden zu Spikes, von Crashkit zu Spikes Me. Da hat wohl Spikes Me einen kleinen Fehler gehabt. Schade! Schade, auf jeden Kollege. Fall ist bei jeder Strecke unter eine Sekunde der Kaiser. Hm. Das ist mit Spikes Me, ja? Außer auf Tokio, da hat er wirklich über eine Sekunde gehabt. War Kaiser immer so eigentlich um den Dreh die 6 schnellste Zeit? Ich glaube mal, wie durchgeht. Ah, hier die 10 schnellste, das erste Rennen. Aha, Don Mainardo stapelt wieder sehr tief. Was denn? Die 1.54.0 ist schon bockstark, die schaffe ich mit dem Atenza nicht. Erzählt der immer und dann, bumm, ist er doch drunter und sagt, oh, wie habe ich das denn bloß geschafft? Zufall. Ach, herrlich. So, alle jetzt auf der letzten Runde.
Ach so, stimmt, wir haben noch ein Rennen hier. Ich bin ganz gerade am Gucken. Ja, das haben wir auch noch. Nebenbei wird noch ein Rennen gefahren. So, ich bin mal so dreist und trage einfach mal die Platzierungen schon mal ein. Ich habe so ein Gefühl, dass sich nicht viel tut. Nee, nicht bei den Abständen. Also es passiert noch ein derber Fehler. Oh, jetzt gerade bei Kirschkett, ne, da war noch ein bisschen der Arsch am Wedeln. Nichts Besonderes. Welcher Platz ist es nochmal hell? Der ist jetzt Platz momentan 5. So. Ne? Stimmt, dementsprechend ist Kirschkett Platz 6. Spikesman ist auf 7. Genau, hält hört auch wohl zu. Auf 9 und Jan auf 8. Oh, es war gerade hell, so ein bisschen übers Kiesbett, konnte ein Auto aber noch gut fangen. War ein bisschen der Arsch gerade am Rutschen, aber Kaiser, letzte Kurve. Alles noch geschafft. Jo. Da kommt er drin. Kaiser, Glückwunsch, Kaiser. Doppelsieg. Geek schnell daher, Rusty auf 3. Aichi kommt auf Platz 4. Ja, 4. Und der Held, den ihr nicht seht, kommt jetzt auf die Startziel. Und Glückwunsch, Held. Mach jetzt Blinky Blinky, los. Nee, mach doch nicht. Gut. So, Platz 5, nein, 6. Kommt Trash Kit. Ja. Yep. Oh, kleiner Drift. 7. Spikes Me versucht's auch. Ja. Da war auch ein 360 von Spikes Me mit Mauer. 7 der 8 und Donny auf der 9. Jo. Alle drin. Super. Bumper. So, jetzt musst du mir gleich nur einmal etwas sagen. Bitte, was wolltest du wissen? Held zum Beispiel nicht sehe. Ist das für mich sehr, sehr wichtig. Was wolltest du denn wissen? So. Und zwar, du mir einmal die Gesamtzeit von Held nennst. 35, 43, 7, 6, 1. 7, 6, 1. So, wenn ich die nämlich schon mal eingetragen habe. Gut. Das war's für heute. Jupp. Korrekt ermittelt. Das war's einfach. Gut, morgen geht's weiter. Wie gesagt, 19:30, zweite Liga. Jawohl. Da bin ich mal echt gespannt. Nicht verpassen. Thomas, Liefjatan, Centurio, Markus, der Patrick 86, der Sachse, der Henno, der Ramirez, Dexbex, Chrisop, Joey Olli, Hans, Glorreich und Skorpionkönig. Da bin ich mal echt gespannt, was die morgen so für Zeiten reinballern. Jawohl. Gucken wir mal. Also, habt einen schönen Abend. Bis morgen. Jo, bis morgen. Ciao, ciao. Winke, winke.